Das ist ein Gericht, was mich einfach komplett abholt halt. Das Kochen ist für mich wirklich ein Rückzugsort, sage ich mal. Der wird richtig crispy, ne? Ich halte den mal hier. Der ist crispy. Ja. Aber sowas von. Natürlich gibt es die Küche einfach schnell und lecker. Aber es ist halt von der Geschmackstiefe, kannst du natürlich nicht das erreichen, was du hinkriegst, wenn du jetzt ein Rezept hast, was ja, komplett durchdacht ist und entsprechend mit den Zutaten halt eben ist. Ne? Mhm. Ja. Ich möchte kein Koch sein, ganz ehrlich. Also Zeiten in der Gastronomie brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ja, dass das wenig beneidenswert ist. Ja, umso mehr so Hut ab, dass die Leute das machen. Ihr seht das hier, es ist innen roh. Das ist so gewollt. Es ist, ey, Jörn, ohne Scheiß. Es ist lecker. Also ich begrüße erstmal alle Menschen an den Bildschirm oder an den Audiospuren. Denn das hier ist ein sogenannter Videopodcast. Das heißt, es ist ein Video, wo wir in erster Linie uns unterhalten werden. Und du wirst uns parallel was zubereiten. Oh. Wahrscheinlich. Das beste Format, was wir je für uns entdeckt haben. Andere kochen und grillen für uns, während wir uns unterhalten. Das und dann dürfen wir was essen. Beste Format. Nein, aber wir sind sehr froh, dass du da bist. Jörn, für alle, die Jörn nicht kennen, das ist Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Hallo zusammen. Sehr kleiner Grillkanal in Deutschland, aber deswegen ist er ja auch hier, um ein bisschen zu wachsen durch uns. Ja, ich versuche von eurem Fame so ein klein wenig mitzunehmen. Nee, man muss vielleicht direkt mal eine Sache sagen. Wir beide haben vor 8 Jahren mal angefangen, da waren wir noch ein kleineres Team als heute, mit Videodrehen und einer der ausschlaggebenden Personen dafür, dass wir überhaupt Videos angefangen haben, war Jörn. Das heißt, wir holen immer noch Jörn. Tut mir leid. Wir holen dich. Du bist schuld an dieser ganzen Misere hier. Das konnte keiner ahnen. Und das Coole ist, wir haben gestern schon ein bisschen gedreht und haben gesagt, komm, lass uns heute noch mal so einen Videopodcast aufnehmen, weil das kommt echt ganz gut an. Das ist auch der erste Videopodcast, den wir so in der Form draußen, glaube ich, aufnehmen, wo wir dann auch richtig grillen. Obwohl, eine Folge gab es schon. Mit Sebastian. Naja, richtig grillen, ne? Plancha. Also wir werden das weitestgehend hier vorne machen. Was hast du grundsätzlich vor? Also weitestgehend haben wir vor, ein Beef Tataki. Das heißt also, wir haben hier ein wunderschönes Rinderfilet. Das werden wir gleich schön scharf angrillen. Tataki zeichnet sich dadurch aus, dass das Fleisch in der Mitte tatsächlich noch roh ist. Ja, also wir werden im Prinzip das von außen mit Röstaromen versehen, haben also zum einen die Röstaromen, zum anderen aber eben da drin, innen drin das zarte Fleisch. Dann wird es ein Topping geben aus Röstzwiebeln, Butter, Panko-Mehl und einer schönen Gewürzmischung. Und dann machen wir natürlich noch eine entsprechende Soße mit dazu, die dann an dieses Fleisch mit rankommt. Und das ist einfach ein klassisches Gericht aus Japan, was wirklich unfassbar lecker ist. Und Tage geht durch den TÜV. Absolut. Also ich kann es euch nur ans Herz legen, das auf jeden Fall mal nachzumachen. Und das machen wir, glaube ich, heute so ein bisschen nebenbei. Hm. Ja, die Hauptaufgabe für dich wird natürlich sein, auch zu beschreiben, was du tust, damit jemand, der nur zuhört, auch versteht, was du machst. Das ist kein Problem. Und wir putzen wahrscheinlich. Aber die erste Frage hat sich eben schon ergeben. Du hast sie sozusagen dafür gesorgt, dass diese Frage aufkommt. Weil, richtiges Grillen, Plancha und so. Das ist tatsächlich ein Thema, ne? Also wir haben immer mal wieder bei YouTube so Kommentare wie, ja, aber was hat das mit Grillen zu tun, wenn ihr den Burger auf einer Plancha machen? So ist, was ist für dich? Ist für dich Plancha nicht richtiges Grillen? Ist für dich richtiges Grillen? Also, Rost? Wenn die Plancha auf dem Grill liegt oder es ein Plancha-Grill ist und du bist draußen, dann würde ich mir das noch gefallen lassen. Letzten Endes ist richtiges Grillen in meinen, erstens entweder mit Holzkohle oder geht auch ein Gasgrill von mir aus, aber urklassisch wäre es die Holzkohle, ja, und dann auch Sachen eben, entweder die Sachen, die lange gemacht werden oder wirklich einfach das direkte Grillen, wo du halt einfach mit richtig Hitze arbeitest. Aber es ist, ja, ich denke gleich. Also für das Ziel, was wir erreichen wollen, dass das Rindfleisch bzw. das Filet in dem Fall richtig schön mit Röstaromen versorgt wird, das erfüllt die Plancha zu 100%. Ja. Da werden wir mehr Röstaromen drauf bekommen und gleich durchgängige Röstaromen, als wenn wir es auf den Grillrost legen, wo wir einfach nur die Streifen haben. Mhm. Sondern wir haben ja eine komplette Auflagefläche, wo wir dann entsprechend bei jedem Schnitt, den wir machen, wirklich immer auch Röstaromen an der Außenseite haben. Also von daher ist das schon vollkommen okay, deswegen auch legitim. Aber es ist natürlich was anderes, eine Plancha auf ein Gaskochfeld zu stellen, anstatt einen Grill zu bemühen. Mhm. Ja, aber es erfüllt den Zweck. Wir sind draußen, das ist mir eigentlich auch immer tatsächlich wichtig, weil ich denke, das macht das Große halt eben aus. Ne? Also, dass du draußen bist an der frischen Luft und außerdem, ja, räucherst du dir dann auch nicht die Bude voll. Aber wenn wir schon gerade drüber sprechen, über lange Sachen und Grillen und so weiter, wenn du jetzt für dich entscheidest, hast du lieber die Gerichte, wo du schnell zum Ziel kommst oder ist
Grillen, Schrägstrich Kochen für dich, was du sagst, ich entspanne dabei und deswegen lasse ich mir Zeit. Ich entspanne dabei. Auch wenn ich in der Küche bin oder sowas, Kopfhörer auf, Podcast an, Welt außen drumherum komplett ausschalten und dann einfach, dann, ob ich dann eine Stunde, zwei, drei, also gerade wenn es um Weihnachten geht oder sowas, mein Weihnachtsmenü, stehe ich morgens um 7.30 Uhr in der Küche, für abends das Essen fertig zu haben, da kann es nicht lang genug dauern. Und das ist für jeden anders. Ne? Ja, ich verstehe. Aber wie gesagt, Podcast auf die Ohren. Und dann einfach Familie, Familie sein lassen und dann einfach wirklich Soßen ziehen und einfach das volle Programm, Sachen vorbereiten, die dann, dann abends abgerufen werden können. Für mich ist Kochen Entspannung. Es gibt viele, für die ist das Stress oder ja, unschöne Aufgabe. Auch das ist natürlich, empfindet jeder anders. Ja, also kommt, glaube ich, auch immer auf den Umstand an. Genau, und beim Grillen ist es, beim Grillen ist es aber halt letztlich so, ich meine, bei einem Pulled Pork oder gerade bei den Sachen, die lange laufen, da hast du ja nur einmal kurz Arbeit. Die Arbeit übernimmt ja dann, die Zeit übernimmt ja dann der Grill sozusagen. Also das ist ja nicht so, dass du dann da in der Zeit irgendwie Action hättest. Deswegen finde ich dann tatsächlich diese kurzen Geschichten, das, was wir heute machen, um einiges interessanter, weil du halt einfach in kurzer Zeit sehr viel machst und auch dann quasi sofort dein Ergebnis hast. Weil ich sag mal, das Fleisch, das wird, wenn die Plansche heiß ist, wird das keine 5 Minuten da drauf verbringen. Mhm. Ja, und alle anderen Sachen haben wir dann schon fertig. Das heißt, wir können direkt anrichten. Und dann eben auch probieren. Das ist das Schöne. Also du hast quasi sofort. Das ist Gataki, ist eine Top-Vorspeise, auf jeden Fall. Wer Sushi mag, wird sowas auch lieben. Ich habe übrigens mal gegoogelt, Definition Grillen. Hab nicht so richtig was gefunden, aber da steht eigentlich, Wikipedia sagt einfach nur, dass Grillen eine Art der Zubereitung ist, wo das Grill gut in Kontakt mit Wärmestrahlung kommt. Also. Ja, das ist gut. Ganz, also ganz einfach. Also so, ganz einfach, aber du machst keinen Unterschied zwischen Grillen und Barbecue, ne? Weil du gerade sagst, Pulled Pork, Grillen und so, das wäre für mich typisch Barbecue, Long, also alles, was low für mich, slow ist. So. Wie gesagt, letztlich, also es ist am Ende des Tages alles irgendwo Grillen. Ne? Du grillst halt indirekt. Essenszubereitung. So, wir bereiten heute Essen zu. Ich hätte übrigens im Vorfeld Jörn darum gebeten, wenn er was macht, dass wir was machen, was ihm besonders gut schmeckt. Mhm. Ja. Und wie ich sehe... Da haben wir was gefunden. Ich frage, haben wir was gefunden. Wie lange ist es her, dass wir mal bei dir gedreht haben mit diesem Feuerfleisch? Das ist doch bestimmt schon 5, 6 Jahre. Bestimmt 6 Jahre, ja. So, und dieses Gericht, was wir damals gemacht haben, so ein koreanisches Feuerfleisch, ist mir bis heute noch im Kopf. Das heißt, ich habe immer noch diese Geschmacksaromen im Kopf. Ich weiß nur, dass wir diesen Aufsatz da hatten, das da rangeklatscht haben. Am Anfang hat es nicht richtig funktioniert. Genau, ja, ja, ja. Es war einfach nur geil. Und da gab es von einem großen Grillhersteller tatsächlich einen extra Aufsatz, um dieses Fleisch da eben drauf zu machen. Da war quasi so ein Dom mit Löchern drin, wo du dann wirklich, also wie Julian gerade sagt, das Fleisch wirklich so drauf geklatscht hast. Und aber dann auch wirklich, also in 10 Sekunden war das fertig. Ja, ja, das war, ja, das war halt wirklich, heiß, ne? Das Ding war, genau, das war Gusseisen. Stimmt, und dann im Salatblatt drin. Genau, richtig, dann einfach in einem Salatblatt. Das ist, gut, aber das ist koreanische Variante. Heute sind wir im japanischen Bereich unterwegs. Nicht weniger lecker, muss ich sagen. Ja. Das ist, ich meine, du bist ja auch in der asiatischen Küche sehr, sehr zugeneigt. Sehr. Und deswegen, das wird schon. Sollte ich auch, ich bin auch am Überlegen, dass zu Hause, habe ich letztens drüber nachgedacht, dass ich mir nochmal irgendwas in die Richtung aneigne, weil ich auch Bock habe, zu Hause viel mehr asiatisch zu essen. Ja. Weil es gibt so unglaublich geile Sachen und es gibt aber bei uns in der Umgebung kaum jemanden, der das, also es gibt bei uns gar nicht restauranttechnisch nicht viel. Würde ich auch sagen, da ist und dann habe ich lieber Bock, mir mal selber was anzuzeigen, auszuprobieren, zu testen, Sushi zu Hause selber zu machen und so, macht auch Spaß. Und wir haben auch schon Sushi hier selber gemacht. Ja, im Stream sogar, nach dem Pipapo. Also. Ja. Hast du auch schon mal gehört? Ich war mit einem Sushi-Kurs, habe mich mit allem eingedeckt. Ich habe alles zu Hause, was man braucht, aber die Zeit bis jetzt noch nicht gefunden. Also es ist wirklich... Wo ist eigentlich dein... Du hast doch ein Spezial-Sushi-Messer. Ja, aber das brauchen wir. Okay, für das wäre tatsächlich für Fisch. Okay. Ja, und so werden wir das Rinderfilet heute nicht slicen. Deswegen brauchen haben wir noch Getränke hier, sag mal? Nee, ich habe mir eine Kaltschorle dahingestellt schon. Du hast was? Du kannst ein unbekannter Hersteller? Okay, ich würde die gleiche Kaltschorle nehmen. Müssten im Kühlschrank muss aber nie ausreichen. Oh Gott. Eine Kaltschorle. Schön. Oh. Gesundheit. Eine Frage, die vielleicht sich der eine oder andere Zuschauer auch schon mal gestellt hat. Du hast es auch schon ein paar Mal sicherlich irgendwo gesagt. Aber du, ganz eingangs hat Julian ja gesagt, Barbecue aus Rheinhessen. Wer deine Hoodies so kennt, da steht ja auch immer noch Udenheim Barbecue. Und früher hieß dein Kanal ja auch You Barbecue oder Udenheim Barbecue. Mhm. Wieso hast du gesagt, ich will mich jetzt umbenennen? Also aus meiner Sicht war es gefühlt unnötig oder
hat es einen tieferen Grund, dass du sagst, nee, Udenheim Barbecue identifiziere ich mich nicht mehr mit, ich muss jetzt Barbecue. Nee, ich meine, letzten Endes, ich komme aus Udenheim. Immer noch, das ist genau, überhaupt nicht, da hat sich nichts dran geändert und ich sehe auch nicht, dass sich das nochmal ändern wird. Aber es ist einfach, ich habe das quasi in den, in dem ersten Video sage ich das quasi und ich sage, You Barbecue, Barbecue aus Rheinhessen. Im ersten Video. Hm. Ja, also ich hatte das, am Anfang hatte ich das mit You Barbecue und dann hatte ich das, weil eben Udenheim Barbecue. Und ja, und so ist das auch irgendwann mal entstanden, dass ich dann gesagt habe, dann machen wir das eben anders. Ja, okay. Doch, ich hol dir selber gleich. Ja. Ich hol noch. Eine Bluna. Zum Glück hast du keinen Ton um. Ja. Also Alex nimmt auch eine Limonade. So eine ungesponserte Limonade nimmt er. Deine musst du mal hinten noch abgeben. Hängen die einfach nur so rum. Okay, wir können einfach mal parallel anfangen, hier ein bisschen was. Wir können einfach schon mal so zwei, drei Sachen vorbereiten, einfach, die, einfach damit wir das Brett auch ein bisschen leerer bekommen. Zu dem Tataki gibt es eine Soße und die ist relativ leicht hergestellt. Wir brauchen also erstmal ein größeres Schälchen, in das wir ganz viele kleine Schälchen entleeren. Und zwar habe ich hier ein kleines Schälchen mit Sake, also Reiswein. Das sind so gute 60 Milliliter. Dann haben wir 60 Milliliter Sojasauce. Das ist jetzt eine salzarme. Das ist vollkommen in Ordnung. Die Soße kommt später mit an das Fleisch dran. Wir werden das Fleisch, bevor wir es auf die Plansche legen, werden wir es kurz salzen. Also von daher, Salz werden wir definitiv haben. Ich bin auch Fan mittlerweile, komplett Fan von salzreduzierten Sojasauce. Was wirkt gegen Salz? Immer Zucker. Dementsprechend kommen hier 2 Teelöffel Zucker mit rein. Und was brauchen wir noch? Wir haben jetzt Salz, wir haben Süß, also brauchen wir noch ein bisschen Säure. Die Säure holen wir uns über eine Limette. Das heißt, es kommt der Saft einer halben Limette hinein. Ich habe gehört, die Sizzle Brothers vertreiben eine eigene Saftpresse. Sie heißt Julian. Ist im Holzfällerhemd und presst doch bitte mal da. So. Man nennt das auch Hydraulikfinger. Achso, ja, dann. Wie viel brauchst du? Von der halben gerne den Saft. Okay. Ja, wir haben. Deswegen, wir brauchen keinen so. Jetzt neu im Shop. Am Singles Day auch mit 10. Genau, könnt ihr euch so. Wunderbar, perfekt. Damit ist sozusagen die Soße für das Tataki schon fertig. Das Ganze natürlich jetzt gut verrühren, damit der Zucker auch eine Chance hat, sich aufzulösen. Okay, ist eine ganz dünne Soße, ne? Also, das ist eine ganz dünne Soße. Die wird auch nicht erhitzt oder dergleichen. Das ist wirklich einfach, nur die wird nachher über das Fleisch drüber geträufelt und fertig ist. Hast du schon gesagt, wo das Gericht inspiriert wurde oder woher das kommt? Ich hatte nur gesagt, das ist aus Japan alles, aber... Ja, aber hast du nicht mal gerade das davon von einem Urlaub irgendwo mitgenommen hast? Ja gut, also genau, also letztlich ist es halt so, dort, wo wir Urlaub machen, da gibt es dementsprechend einen Koch, der auch der asiatischen Küche sehr zugeneigt ist. Und wenn da asiatischer Abend ist, ist Beef Tataki, ja, also eine absolute Muss-Geschichte. Und da... Das ist ein Gericht, was mich einfach komplett abholt halt. Also das wirklich dann dieses sensationell gebratene Rindfleisch, dann eben mit der Soße und dann noch dieses Topping mit da drauf, das ist eine richtig schöne Geschichte. Ich frage mich, ob man jetzt zum Beispiel, angenommen, man sitzt gerade im Auto und hört den Podcast, ne? Ob man dann immer Hunger bekommt. Weil man kann sich doch schon viel besser vorstellen, wenn man es selber zubereitet, während man drüber spricht, oder? Ja, also... Also früher haben wir im Podcast auch viel über Essen gesprochen, aber ich finde, wenn man es parallel zubereitet, ist es noch geiler. Die Soße kurz abgeschmeckt. Also wir haben ja, wie gesagt, den Reiswein, wir haben Zucker, wir haben den Limettensaft. Und das ist, also von der Menge her, wir haben jetzt den Saft einer halben Limette genommen, also das, was Julian da rausgedrückt hat. Der Saft einer halben Limette, ja. Okay, also da ist jetzt nichts mehr vorhanden. Stellt euch das einfach so vor. Also auf jeden Fall ist das von der... Es passt alles zusammen. Ihr habt eine Süße, ihr habt eine ganz, ganz leichte Limettennote. Also die Soße ist so ist, wie sie ist, ist hervorragend. Die stellen wir schon mal beiseite. Ich habe die so lange gerührt, bis der Zucker sich weitestgehend aufgelöst hat. Kann ich da auch dann dippen später, theoretisch, wie beim Sushi? Das Fleisch wird ja da drin liegen. Also wir werden auf einer Platte werden wir die entsprechend, wir werden das ja ganz dünn aufschneiden. Okay, ich lasse mich überraschen. Wir schneiden das ganz dünn auf. Legen die Scheiben auf eine Platte und dann wird die Soße sozusagen einfach drumherum gegeben und sickert dann sozusagen darunter. Ist ja noch besser. Ja, es sieht auch super aus, das muss man noch dazu sagen. Ne? So, jetzt haben wir hier ein Gaskochfeld mit einer kleinen Pfanne drauf. Und da möchte ich jetzt gleich gerne ein bisschen Knoblauch frittieren. Und ihr habt hier meinen absoluten Lieblingsknoblauch besorgt, nämlich frischen Knoblauch. Warum ist das dein Lieblingsknoblauch? Was macht es gibt ja diesen ganz normal diese Netze, kennt ihr ja im Supermarkt, wo so drei...
drei Knoblauch drin sind, halt, die eben aber halt eben schon von außen komplett trocken sind. Mhm. Ja, und hier ist es jetzt eben so, man sieht das, glaube ich, auch so für die Leute, die es schauen, das ist ein Knoblauch, der halt eben noch so ein bisschen grün ist von außen. Ja, und wo auch einfach die, diese Haut, die um die Zehen drumherum ist, die ist weich. Und die kann man mitessen. Die muss man nicht schälen. Das ist einfach großartig. Ach echt, die isst ja. du mit? Ja, klar. Krass, ich hätte die weggemacht. Nee, die ist ja weich. Ja, gut, klar. Also du hast hier außen, ist es so ein bisschen trocken, aber innen drin, je weiter du nach innen kommst, umso weicher wird's. Du, so eine Wurst, so ein Darm, so ein schön Schweinedarm ist ja auch, der Darm ist ja dann auch erstmal weich, ich mach's trotzdem ab, sag ich mal. Eine Wurst mit Schweinedarm? Ja. So eine Bockwurst, verstehst du? Nee, die ist ja im Seitling, das ist kein Schweinedarm. Oh Mann, ja, okay. Nee. Ja, naja, so, wir machen weiter. Ich finde das gut, dass ihr da so ins Detail geht. Das ist absolut großartig. Mit Essen gemacht, der Seitling. Ich rede jetzt von so einer Aalenwurst, weißt du? Sowas. Wir haben übrigens schon Knoblauch angepflanzt, Jörn. Das ist hervorragend. Hast du dir eigentlich unser Gewächshaus schon angeschaut? Nee, das muss ich mir gleich auf jeden Fall noch anschauen. Da haben wir schon Knoblauch eingepflanzt, damit er hoffentlich im Frühjahr, glaube ich, fertig ist. Für die, die zuschauen, wir haben ja am Ende von dem Knoblauch, kennt ihr, normalerweise immer dann diese trockenen Stellen, die man wegschneidet. Auch die sind hier quasi nicht vorhanden. Das heißt also, wir können jetzt wirklich mit dem Messer hingehen und da so Stücke runterschneiden oder Scheiben runterschneiden. Und diese Scheiben möchte ich gleich frittieren. Da bin ich gespannt. Ich auch. Bin ich in der Tat sehr gespannt drauf. Aber Sky, wie... Muss ich feststellen. Aber übrigens auch, wir haben gestern mit Jörn schon einen Livestream gemacht. Und da haben auch gestern dann noch fleißig Leute nach dem Livestream geguckt und zugeschaut und auch kommentiert. Und haben eine Sache kommentiert, unter anderem, die ich auch jetzt gerade wieder feststelle. Wenn Jörn sich der Zubereitung von Lebensmitteln hingibt... Fängt er an zu grinsen? Nee. Das und du bist voll in deinem Film. Ja, er ist voll drin. Ich habe dir Film. Zwei Fragen gestellt, die du komplett wegignoriert hast. Du bist einfach voll im Film drin und bist dann, aber ich finde das total sympathisch. Weil ich sag mal so, dafür sind meine Finger noch dran. Ja, aber, nein, das macht es ja auch aus, weil man merkt, dass du da richtig diese Leidenschaft hast und für dich zählt in dem Moment, ich möchte jetzt was Leckeres zu essen machen und der Rest ist mir erstmal an der Stelle. Ja, und also, das finde ich gut. Und tatsächlich möchte ich auch gerne meine Fingerkuppen behalten. Ja, das ist immer so das Ding. So. Und das unterscheidet uns beide. Ich persönlich hänge nicht an meinen Fingerkuppen. Die sind für das mich ist okay. Ja, die wachsen nach. Die wachsen ich quasi kann nach. Nachwachsen und wenn nicht, überleg mal, wenn ich irgendwann alle Fingerkuppen abgetrennt habe. Ich kann dann Verbrechen begehen bis zum Abwägen. Fingerabdruck ist schwierig. Ich kann auch keine mehr verlieren. Das hat ja einen riesen Vorteil. Das ist ja unfassbar. Entdecke die Möglichkeit. Und Fingerabdruck von mir nehmen ist auch ein Ding, was weg ist. So. Wir haben es auch im Video drin, richtig, ne? Ja, er will dich jetzt schon längst nicht mehr reden lassen. Achso, Entschuldigung. Er hat schon längst für sich gerade entschieden, dass er weitermachen will. Du redest zu viel, aber es ist ein Videopodcast und für Jörn ist es so, nein, der hat jetzt aufzureden und ich mache jetzt hier weiter. Ich bereite nur vor. Es tut mir leid. Er macht schon so. Ja, jetzt ist normal. Er kann jetzt noch so machen. So. Ich habe gerade meine Hand so vor die Kamera gehalten, weil Jörn, wenn er ein Video dreht, immer zwischendurch mal gern so macht. Und das bedeutet, er hat quasi einen Schnitt. Das ist meine Schnitthand. Kannst du die einmal vormachen? Also letztendlich ist es einfach so, wenn ich lasse auch die Kameras durchlaufen, so wie die Jungs das hier jetzt auch machen. Nur ich schneide den Blödsinn raus. Ja, das unterscheidet das so ein klein bisschen. Und damit ich dann eben, wenn ich dann an den Videodateien sitze, halt eben weiß, okay, hier musst du jetzt mal vielleicht neu ansetzen, dann mache ich immer kurz den hier. Und die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieses den hier das schon sehr oft ins Video geschafft hat. Ja, das ist ja auch fließend bei dir ist der Übergang fließend. Du machst ja so. So, kommen wir jetzt zur Soße. Die Hand noch nicht richtig weg. Ja, das ist schon einsteigt, das ist tatsächlich eher selten, aber oftmals ist es halt wirklich so, dass ich dann noch so ein ernstes Gesicht, zack. So, komm. Ja, mach mal so zu sein, Zuschauer. Nein, also es ist, schön. Wir haben also jetzt hier neu angesetzt und starten jetzt damit, dass wir die Pfanne starten, beziehungsweise hier euren Flammenwerfer-Kochfeld. Stell mal hier das, Ja, 4 hat sich gestern schon als hervorragende Stärke herausgezeichnet. So, wir haben... Jetzt übrigens das, was die kleine Pfanne, deswegen wollte ich eine Kuchen, okay, weil das ist okay. Aber ich will jetzt erstmal nur, dass sie ja warm wird, weil wir wollen ja jetzt Knoblauch frittieren. Ja. Und ich habe hier ein nicht näher bezeichnetes Woköl. Davon gebe ich jetzt erstmal ordentlich in die Pfanne. Eines x-beliebigen Herstellers für Woköl. Die Sache ist die, ihr braucht halt tatsächlich schon ein bisschen was davon, weil wir wollen den Knoblauch halt frittieren. Also wir brauchen jetzt nicht einen halben Liter da reinzukippen, aber die Pfanne sollte schon, der Pfannenboden sollte wirklich gut bedeckt sein.
Ich bin echt super gespannt auf das. Und dann nehmen wir jetzt also die Knoblauchscheiben, die ich hier geschnitten habe. Das ist sehr, sehr viel. Na gut, klar. Aber ich meine, Knoblauch hat ja noch keinem geschadet. Heute ist ja Singles Day. So. Heute ist Singles Day, richtig. Da. Nicht so schlimm. Voll gut. So. Ja. Jörn, mal eine andere Sache. Du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ne? Also das Thema YouTube. Gab es irgendwann mal den Moment, wo du für dich gesagt hast, ich könnte mir vorstellen, das auch mal beruflich zu machen? Gab es diese Überlegung jemals in der Zeit? Also die Überlegung gab es tatsächlich nicht, weil ich einfach das, wie ich aber gerade eben schon sagte, beim Kochen entspanne ich. Das Kochen ist für mich wirklich so ein Rückzugsort, sage ich mal, den ich wirklich neben meinem Job halt eben mache, weil es mir Spaß macht. Und genauso ist es mit den Videos letztlich auch. Also auch wenn das natürlich eskaliert ist, mache ich das nach wie vor sozusagen als Hobby und auch als, weil ich da Bock drauf habe. Und ich finde, das hat für mich halt einen riesen Wert, halt einfach diese Möglichkeit nach wie vor zu haben. Wenn du das so wie ihr hauptberuflich macht, hast du ja einen gewissen Druck auch dahinter. Selbstständigkeit für dich dann in dem Moment erstmal ausgeschlossen, weil er gesagt hat, es soll ein Hobby bleiben. Schließe ich auch nach wie vor aus. Okay. Aber nebenberuflich, du bist ja auch selbstständig. Du machst ja auch, also das ist ja ein Nebenberuf, den du machst. Das ist genau, das würde ich als, kann man als Nebenberuf sehen. Einfach weil es einfach eine gewisse Größe oder Form angenommen hat letztlich. Ne? Mhm. Das bleibt halt nicht aus, wenn man da am Ball bleibt und dann natürlich auch immer weitermacht, dass die Sachen wachsen und dann sich dann auch ein Stück weit verselbstständigen. Mhm. Ganz kurz, ich weiß nicht, ob Alex da mal nochmal ein Close-Up drauf machen will, was unser Knoblauch hier macht. Der ist nämlich jetzt schön gebräunt. Alex Schönkopf hat da gar keinen Bock drauf. Ja, ist okay. Sieht er nicht. Ja, also der ist jetzt schön gebräunt und das gilt bei Knoblauch immer, den Absprung zu finden zwischen gebräunt und dunkel. Weil wenn er dunkel wird, dann wird er bitter und das ist etwas, wo wir definitiv nicht hinwollen. Das heißt, ich mache jetzt hier das Kochfeld schon mal wieder aus, weil wir haben ja eine gusseiserne Pfanne, die speichert natürlich auch ein bisschen die Hitze. Boah, es riecht richtig gut nach, schon. Ja, das ist der... Das Schöne ist auch, der frische Knoblauch ist auch nicht so scharf wie der sehr angetrocknete sozusagen. Ja. Und von daher ist das eine wirklich schöne Geschichte. Jetzt überlege ich nur gerade eben, die Schaumkelle ist natürlich wirklich... ist gut. Das ist eine für Fortgeschrittene. Sonst haben wir hier eventuell noch kleine Zangen oder so gehebt. Ich löffel den jetzt einfach hier raus. Gut. Das ist also... Du bist ja auch Großmarktkunde. Das ist die Großmarkt-Edition. Von der, Okay. Aber da gibt's noch. Also, wir haben jetzt hier auf jeden Fall den gerösteten Knoblauch. Kannst du mir gerade mal Zebertuch ein bisschen abreißen? Du meinst Küchenrolle? Küchenrolle? Selbstverständlich. Ja, logisch. Aber das ist wie Tempotuch, ne? Also, das hat sich, glaube ich, eingedeutscht. Du meinst Taschentücher? Weißt du, wie das aussieht? Das sieht original mit diesen Fäden hier auch aus wie. Kartoffelspalten in klein mit so ein paar Zwiebelchen drin, so Streifen, weißt du, Halbringe, die frittiert sind. So oder wie getrocknete Steinpilze so ein bisschen halt auch. Ne? Also. Das wäre jetzt nicht mein Aspazier, das wäre das nächste, woran ich gedacht hätte. Getrocknete Steinpilze, ja. So, jetzt haben wir hier in der Pfanne unser Knoblauchöl. Da empfehle ich euch, nehmt euch ein altes Marmeladenglas und füllt euch dieses Öl auf jeden Fall ab. Denn wenn ihr irgendwie mal Nudeln macht oder dergleichen, ist das, ihr braucht nicht viel davon, es ist super geschmacksintensiv und einfach mega lecker. Jetzt haben wir hier in der Pfanne natürlich noch so einen kleinen Rest, das ist wunderbar. Das ist das, was unser Topping später dann aromatisieren wird noch ein bisschen. Das heißt, das Öl stellen wir beiseite. Richtig gut. Ja, der ist, vor allem, das Tolle ist halt auch, wenn der jetzt hier auf dem Tuch gelegen hat. Der wird richtig crispy, ne? Ich halte den mal hier. Der ist crispy. Ja. Aber sowas von. So kleine Lego. Ja, genau. Das ist wirklich richtig. Und das Tolle ist, der bleibt auch so. Wenn ihr euch den, ich hab zu Hause frittierten Knoblauch einfach in ein Wegglas abgefüllt. Okay. Ich schmeiß hier mit den Namen um mich. Es ist eine wahre Freude. abgefüllt. Gibt's nicht mehr. Ein alter Albtraum. Mhm. Nein, also abgefüllt. Die sind auch einen Monat später sind die noch so. Das ist absolut großartig. Isst du die manchmal wie so ein Chip auch einfach? Nee, aber wenn du Gerichte machst oder sowas, entweder zum Finish sozusagen drüber geben, weil die halt eben nach wie vor crispy sind, ist das eine echt super Geschichte. Mhm. Julian, ich habe auch so Chips-mäßig. So. Na, das schaffe ich nicht. Oh, stell dir das mal vor. Das schaffe ich Knoblauch nicht. So schön weggeknuspert. Wir machen jetzt das Topping noch für das Fleisch. Ich habe hier Butter.
Ich habe gerade den Blick schon gesehen. Jörg hat mich schon mit dem Blick ermahnt. Ich habe das mit dem Knusprig, also, da habe ich den ermahnenden Blick schon gesehen. Nein. Ich kann nur allen Podcast-Hörerinnen und Hörern empfehlen. Guckt euch auch das Video an. Ihr müsst die Mimik und Gestik müsst ihr euch mit reinziehen. Das Gericht ist nur Nebensache. Genau. So, ich habe jetzt hier Folgendes vorbereitet. Eben gerade der Blick war so, Jörg hat die Butter in der Hand, ich rede was, dann guckt mich so an. So, ich habe jetzt die Butter. Es tut mir leid. Nee, alles gut. Es tut mir leid. Okay, erzähl mal, was machst du mit der Butter? Dann hörst du der Spaß auch sozusagen. Nein. So, also. Also, gusseiserne Pfanne nach wie vor. Die machen wir wieder an. Ich sagte, wir machen sie wieder an. Warte. Was denn? Schnitternd. Ja. So. Gibt es denn auch mal Momente bei YouTube, wo du sagst, es regt mich tierisch auf und dafür, dass es ein Hobby ist, merkst du, dass es dich doch trotzdem ein bisschen belastet oder anfasst? Also zum Beispiel jetzt die aktuelle Phase bei YouTube nehmen wir als nicht so geil wahr. Das ist richtig, also das ist momentan ein bisschen low sozusagen, aber das ist dann wieder das Ding, wo ich halt sage, so, ich mache die Sachen ja trotzdem immer noch, weil ich Bock drauf habe. Also jedes Gericht und jedes Video, was ich mache, da habe ich ja Vorbereitungszeit, ich habe das Rezept geschrieben, ich bin einkaufen gegangen dafür und so weiter und so fort. Und ich habe wirklich Bock, das zu machen. Ich habe jetzt gerade mein Video aufgenommen für, ich mache ja jedes Jahr an Silvester, gibt es bei mir ein Flammkuchenrezept. Das Flammkuchenvideo ist jetzt schon gedreht. Und ich kann euch sagen, ich habe wirklich eine Woche auf diesen Flammkuchen hingefiebert. Geil. Es ist was ganz, ganz Einfaches halt, aber es ist trotzdem halt, also inzwischen gibt es halt eben, weiß ich nicht, 10 verschiedene Flammkuchenrezepte auf meinem Kanal. Und auch dieses Jahr wieder halt, es ist ein Kracher geworden halt. Ne? Und dann da hast du wirklich Freude dran. Und vor allem dann ist es ja dann auch so, Familie ist sind die größten Kritiker halt. Ne? Und wenn das Essen dann eben fertig ist. Ist das so, deine Frau und dein Sohn, sind die sehr kritisch? Die sind sehr kritisch und das ist auch vollkommen in Ordnung. Oh, das finde ich aber gut. Und das die auch, geben auch mal so richtig Zunder und sagen, wenn es was auszusetzen gibt, dann melden die sich wohl. Oh ja. Ich stelle die Hitze ganz... uns die Butter verbrennen und wir hier eine Nussbutter haben. Das ist das erste, wie nennt man das denn, Podcast-Rezept. Weil wir sind sehr im Rezept drin, das gefällt mir. Ja, aber wir sind jetzt kurz vor Nussbutter. Für alle, die es nicht kennen, Butter, wenn sie lange gebraten wird, wird erst braun. Das ist noch geil. Danach, wie beim Knoblauch, no bueno. Ja, deswegen, jetzt hat sie eine schöne Farbe. Das heißt, wir geben hier Panko-Mehl rein. Ja, in Nussbutter ist übrigens meistens keine Nuss drin. Also auch wenn eine Nussallergie hat, kann Nussbutter in aller Regel essen. Ist richtig. Da habe ich hier ein paar Röstzwiebeln. Hatten wir alle schon. Das wollte ich nur mal anmerken. Da hast du auch vollkommen recht. Ja. Wurde mal missverstanden, sag ich mal. So, und jetzt wird das Ganze... Oh, das ist aber geil, ne? Früher schon immer bei meinen Eltern zu Hause, wenn es Blumenkohl gab, gab es immer heiße Butter, wo Paniermehl drin war. Diese Brösel dann, weißt du, oben drüber. Voll geil. Kennt ihr das auch? Ja, natürlich. Ja, Hammer, ne? Aber merkst du auch, bei mir ist der Speichel läuft hier schon runter, ne, wenn ich drüber nachdenke. Ja, das ist aber einfach der Geruch bis jetzt. Ne? Das ist einfach die Butter zusammen mit dem Knoblauch. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Jetzt wird das Ganze noch gewürzt. Ich verwende meine Thai-Barbecue-Gewürzmischung. Das ist eine, wie der Name schon sagt, ne? Asiatische Gewürzmischung mit viel Koriander drin, mit Thai-Basilikum, Thai-Chili natürlich auch. Und die ist leider sehr gut, muss man an der Stelle neidlos also erkennen. Sie ist sehr, sehr, also ich finde sie sehr gelungen tatsächlich. Wir haben da auch lange dran rumgetüftelt. In jedem Fall ist es so, wir haben da auch getrocknete, angebratene Zwiebeln mit drin, die auch nochmal entsprechenden Geschmacksboost halt eben geben. Und das kommt eben jetzt hier an diese Semmelbrösel bzw. an das Panko-Mehl mit dran. Wir können Falls du nehmen möchtest, hätte ich auch einen Holzlöffel. Ja, ich habe ja hier noch den Spatel. Ich wollte nur gerade die Gewürzmischung vom Löffel noch runterkriegen. Die Pfanne habe ich, wie gesagt, jetzt ausgemacht, weil Gusseisen speichert Hitze und das Panko-Mehl sieht auch schon eigentlich echt... Echt gut aus, genau. Okay, ich wusste nicht, was du vorhast, aber das muss ja einfach nur gut schmecken. Das geht ja nicht anders. Das ist Butter mit Panko und Zwiebeln. Ich sag dir was, Jörn. Ich habe ich auch schon mal ein paar Mal erzählt, jetzt mit Alex vor kurzem hatten wir denn das Vergnügen, auf einer Messe zu sein. Und dort haben wir unsere Produkte angeboten. Sehr erfolgreich übrigens.
Das heißt also, unsere Händler sind angewachsen. Sprich, es kann sein, dass in eurem Rewe oder Edeka in der Region und so weiter, dass da sich was tut. Müsst ihr mal die Händlerkarte abchecken, das lohnt sich. Wenn ihr einen Händler in der Nähe habt und merkt, ey, da gibt es gar kein Produkt von denen, könnt ihr einfach reingehen, laden und sagen, hey, ich kenne die Jungs, die sind ganz cool drauf, die haben gute Produkte, nehmen doch mal im Sortiment auf und so wachsen auch unsere Händler eigentlich immer an. Und in dem Fall haben wir eine sogenannte Jahrstraße aufgebaut. Hast du das mitbekommen, wo ich darüber geredet habe? Ja. Das heißt, wir haben quasi die Soßen aufgestellt. Hast du sie dann wieder auf? Ja, pass auf. Haben die Soßen quasi aufgestellt und haben dann, Jonas schon... Nein, ich habe was vorbereitet und kann jetzt geduldig zuhören. Wir haben die Soßen aufgebaut, so dass wir gesagt haben, die wird schmecken und so weiter. Und dass man immer probiert und dann sagt, oh ja, die ist gut, oh ja, die ist gut. Und dass man dann am Ende gesagt hat, okay, jetzt habe ich auch Bock, die zu kaufen. Das Rezept, wie du es gerade aufbaust, ist übrigens auch so. Weil du tust Dinge, die im Vorfeld schon was bei dir im Kopf ausmachen, so wie das zum Beispiel, ja, sorgt dafür, dass du eine Jahrstraße schon mal hast. Weil du wirst das riechen und sagen, oh, das ist eine gute Zutat, das wird super gut schmecken. Der geröstete Knoblauch vorher hat schon aufgebaut. Ah, das heißt, wer taktisch richtig klug ist, baut in Zukunft die Rezepte nach der Jahrstraße auf. Hat gar nichts damit richtig. Ja. Habe ich auch fast ohne äußere Einwirkung. Ja. War es übrigens gerade ein Flugzeug hier? Wie oft sind hier schon Flugzeuge? Aber das war irgendwas anderes. Das war keine Person. Das war Militär oder sowas. Ne? Der ist ja so hier rüber geballert gerade. Ich habe jetzt mir zwischenzeitlich hier ein Küchentuch nicht bezeichneter Art hingelegt. Und gebe da jetzt das Panko-Mehl mal drauf. Ist dieses Küchentuch etwa gut und war es günstig oder ist es irgendwie ja? Das Wort ja übrigens möchte ich an der Stelle auch, dass wir das ab jetzt nicht mehr sagen, weil nicht, dass jemand denkt, wir reden von der Eigenmarke. Und gut und das Jahrstraße, möchte Gott. Ich auch nicht mehr hören. Ja, du hast... Oh, ich hab's auch gesagt. Nein, du baust ab jetzt eine Neinstraße auf, bitte. Oh, schön. So. Das ist schwierig, also wirklich. Also, das Panko-Mehl ist jetzt so ein klein bisschen abgetropft sozusagen. Darf ich das mal probieren? Das darfst du gleich gerne probieren, ja. Geil. Ich gebe das nur gerade eben hier in das Schälchen zurück. Ich bin übrigens der Herr der zu kleinen Schälchen. Ja, meine Zuschauer kennen das schon. Ich habe da irgendwie so ein leichtes Missverhältnis. Ich schätze Platz in so einer Schüssel immer sehr falsch ein. Das dürfte geschmackstechnisch ziemlich bomben. Ja, das dürfte es. Geschmackstechnisch, das ist ziemlich lecker. Ach, aber du hast es bewusst so versalzen jetzt, ne? Genau, also absolut. Also da ist ja ein halbes Kilo Salz auch mit dran. Boah, ist das lecker. Kennst du nicht? Sehr gut. Oh, Leute, es ist wirklich frech, ne? Also, das ist schon wirklich sehr frech. Also, es ist nicht nur in der asiatischen Küche, aber generell ist es halt einfach so, dass du viele Zutaten hast, die vorbereitet werden. Und ihr kennt das auch, wenn ihr zum Wok geht oder sowas oder zum Asia-Imbiss. Das sind ja alles immer schon vorbereitete Zutaten, die wirklich nur kurz schnell durch den Wok gezogen werden und fertig ist. Die Zubereitung oder die Kochzeit ist wirklich immer sehr, sehr kurz. Ist hier nicht anders. Du hast ein bisschen an Vorbereitung und baust es dann letztlich nur einfach zusammen. Ne? Und genauso wie beim Asia-Imbiss, der dann halt 50 verschiedene Gerichte auf der Karte hat. Das sind immer eigentlich im Prinzip nur 10 Grundzutaten, die einfach nur anders kombiniert werden. Und so hast du dann immer dein unterschiedliches Gericht. Und es muss einfach vorbereitet sein. Und gerade diese Dinge jetzt halt, ne, also mit dem Panko-Mehl, auch das lässt sich wunderbar, wenn ihr was übrig habt, könnt ihr das abfüllen und dann einfach später nochmal verwenden. Und nach wie vor knusprigen Knoblauch, und der wird auch so bleiben. Aber wenn ich da so reinbeiße, ist es schon sehr knoblauchig noch, oder? Probier doch mal. Der wird schon Aroma haben. Das darf er ja auch. Also, gut. Ja, ist weg. Wir haben jetzt hier diese wunderschöne Plancha. Plunscha, Plancha. Die setzen wir schon mal drauf. Bart, wo gehst du zum Barbershop? Barbershop, ja, das... Ich bin ja Gillette-Model, man sieht es nicht, ne? Aber was für ein Model? Ja, Gillette-Model, also für diese Barberöl und so weiter. Ach so, ja, wenn ich mal den Namen gesagt habe, das ist ja vollkommen in Ordnung. Das ist die einzige Marke, die ich in dem Zusammenhang kenne. Von daher seid ihr da also weiter vorne als ich. Okay. Gibt es denn neben deinen Model-Vorbildern auch noch andere Vorbilder, die du hast im Barbecue-Bereich? Also neben uns meine ich jetzt. Also neben euch, ja. Gut, also erstmal ihr. Und dann kommt irgendwann kommt Ted Reeder. Mhm. Ja, den hast du wirklich schon sehr lange auf dem Schirm. Von Anfang an.
von Anfang an und es hört auch nicht auf, weil der Mann ja auch einfach immer weiter Bücher schreibt. Mhm. Ja, und der, es gibt halt so Stephen Raiklin, es gibt halt Ted Reeder. Das sind so die Urgesteine, nicht Urgesteine, aber zumindest mal die, die das schon auch sehr, sehr lange machen, mhm, und die auch ein gewisses Geschmacksprofil sozusagen haben, was mir sehr gefällt. Ja, mhm, und von daher, die Sachen, die machen, auch immer, eigentlich zeichnen sich dadurch aus, dass es sehr viele Zutaten sind. Ja, wenn du von Ted wieder ein Rezept siehst, dann ist das eine Seite eigentlich nur Zutaten. Wenn du es dann alles zusammen, wenn du dir die Mühe gemacht hast und das dann alles zusammengewürfelt hast, ja, ja, so wie sie der Meister das vorgestellt hat, dann ist das ein endgeiles Ergebnis. Mhm. Ja, das ist wirklich, wo du dann einfach sagst, okay, das war den, hätte ich nicht gedacht, aber das war den Aufwand wirklich wert. Mhm. Ja, und es ist, natürlich gibt es die Küche einfach schnell und lecker. Ja, das wirklich einfach, du hast drei fertige Zutaten, kippst es zusammen und das schmeckt am Ende, das ist vollkommen in Ordnung. Aber es ist halt von der Geschmackstiefe, kannst du natürlich nicht das erreichen, was du hinkriegst, wenn du jetzt ein Rezept hast, was ja, komplett durchdacht ist und entsprechend mit den Zutaten halt eben ist. Ne? Mhm. Von daher macht es halt in meinen Augen schon Sinn, sich die Mühe zu machen. Das geht nicht jeden Tag, die Zeit hat man nicht immer. Aber wenn man es mal drauf anlegt, dann finde ich das eine absolut lohnenswerte Geschichte. Mhm. Und ist das bei deinen Rezeptvideos so, dass du merkst, wenn du dir diese Mühe machst und den Weg gehst, dass das honoriert wird? Nee. Oder ist es meistens nur ein umgekehrter Fall? Nee, also es ist tatsächlich so, dass, und das ist auch okay, das habe ich akzeptiert, viele sind grillbegeistert, aber nicht viele sind so begeistert, dass sie jetzt also unbedingt diese Strecke unbedingt gehen wollen. Ja? Es ist einfach so, dass wenn du heutzutage ein Bratwurst-Video machst, kannst du dich entspannt zurücklehnen und sehen, wie das Ding einfach mal auf nach oben schießt. Und wenn du dann ein Rezept eben machst, was halt sehr, sehr umfangreich ist oder was auch mit Aromen spielt und so weiter und so fort. Ich habe viele Abonnenten, wofür ich wirklich dankbar bin, die sowas wirklich honorieren, die auch wissen, wie mein Approach sozusagen ist, was ich damit erreichen will, dass wirklich die Leute das auch feiern. Aber das sind halt, ist überschaubar. Naja, das sind nicht viele. Aber ich freue mich wirklich, wenn ich Leute habe, die wissen, was ich mir da, oder die merken, das hat er sich dabei gedacht. Ja. Das macht Sinn, oder das hatte ich auch schon mal, oder mir dann auch schreiben, ich habe das nachgekocht, absolut Granate. Ja, ja, ja. Und das freut mich wie irre. Ja, aber es ist nochmal so, 99% der Zuschauer sind halt Imbissbuden-Schaschlik. Was ja wirklich ein Video ist, was... Und Schaschlik ist ja auch eine gute Sache. Ja, ist super lecker. Ich habe neulich... Ja. Ein originales Schaschlik gegessen, wobei es war ein Russe, der mir von, wie er sagte, habe ich von meinem Russenmetzger, Kalinka, hat das Fleisch geholt. Und Kalinka hat ihm in dem Fall auch die Mischung schon gemacht, das war schon mariniert. Er hat ein anderes original russisches Rezept seiner Großmutter. Da hat ja jeder eins, das ist ja das Problem. Vom Russenmetzger Kalinka, das Schaschlik auf dem richtigen Schaschlik-Grill war auch brutal. Ne? Und der hat mir natürlich auch erklärt, dass man das Schaschlik nicht vom Spieß macht, man isst es vom Spieß runter, alles andere ist falsch und so. Das war aber echt richtig gut. Das war... Ja, also das Problem ist halt, fragst du 5 Russen nach einem Schaschlik-Rezept, wirst du 10 kriegen. Richtig, das ist einfach so. Jeder hat da sein eigenes Rezept, ja, und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ja. Aber auch da gilt, gerade beim Originalrezept werden ja auch viele Zutaten zusammengewürfelt. Ja, definitiv. Ja, und lange Marinierzeit, mhm, und so weiter und so fort. Alles wieder Sachen, die irgendwo auch aufwendig sind. Und die dann auch wieder nicht unbedingt jeder sofort nachmachen will. Und beim Imbissbuden-Schaschlik ist es ja nun wirklich so, das ist eine Sache, die relativ schnell geht. Geht schnell, ja. Ja, und mit fertigen Soßen arbeitet halt. Aber der Geschmack ist halt am Ende das, was es ausmacht halt. Und dann ist es aber eine sehr einfache Geschichte, lässt sich schnell nachmachen. Und ich finde das in Ordnung. Also es muss für alles Möglichkeiten geben. Beziehungsweise es gibt ja Kanäle, die eher wirklich nur so einfache Sachen machen. Also, nein, Quatsch. Ja, nein, Blödsinn. Nein, doch. Nö, ihr seid, du bist ja auch, auch beim Livestream oder sowas, tobst du dich ja auch aus. Also so ist das ja noch nicht. In jedem Fall ist es so, dass es muss beides geben. Platz für ausgefeilte Rezepte, wo mit Aromen gespielt wird und tatsächlich auch mal die schnelle Nummer. Und das mache ich auf meinem Kanal auch so. Ich sehe halt dann wirklich, immer wenn es sehr, sehr einfach gehalten ist, ist es um einiges erfolgreicher, als wenn du jetzt schon auf dem Bild siehst, oha, das sieht nach Arbeit aus. Mhm. Ja, ja. Und das ist dann letztlich so. Ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Aber wenn du jetzt diese Nach-Arbeit-Rezepte hast, ja, schreibst du, weil du auch vorhin sagst, du schreibst die Rezepte, ja, selber. Ist es dann wirklich so, gehst in dich und überlegst dir das Rezept komplett von null auf? Oder sagst du, ich gucke mir ein paar Bücher an, das Rezept gefällt mir erstmal. Du machst im Prinzip, genau, also du hast im Prinzip ist es so, wenn erstmal du hast den Grundgedanken für das Rezept, also das und das will ich machen. Und dann guckst du, wie haben das andere schon mal gemacht?
Und letzten Endes ist es wie eine Cuvée sozusagen aus den Rezepten. Du guckst halt, du schaust dir das an. Also mal Beef Tartare habe ich mir bestimmt 15 Varianten angeguckt. Du hast es, wie gesagt, du hast es auf der Insel gegessen. Du weißt, wo du ungefähr hin willst. Also du hast den Grundgedanken sozusagen. Aber wie kann man es sozusagen noch ein bisschen besser machen? Ja, viele würden jetzt, also die Soße, die Grundsoße ist eigentlich fast immer die gleiche. Ja, deswegen die ist relativ simpel. Aber die Toppings, die oben drauf kommen, sind dann halt nochmal anders. Ne? Viele nehmen einfach ein bisschen Frühlingszwiebel, deswegen liegt die hier auch. Ne? Und das war's. Ja? Und diese Geschichte mit dem angerösteten Knoblauch, die Geschichte mit dem Panko-Mehl, das sind alles so Dinge, die es halt einfach nochmal so einen kleinen Ticken weitertreiben. Ja? Und wir können auch überlegen, ich habe sie hier an der Seite stehen. Ich hatte sie hier an der Seite stehen. Wo ist sie denn hin? Sushi-Mayonnaise? Ja, ist da hinten. Oh ja. Ah, genau. Ich habe noch ein bisschen Sushi-Mayonnaise mitgebracht. Ich kann euch wirklich nur empfehlen, wenn ihr in den Großmarkt geht, wenn ihr den Zugang zu einem Großmarkt habt, schaut in der Asia-Abteilung vorbei, kauft euch eine Sushi-Mayonnaise. Alternativ könnt ihr sie auch irgendwie online bestellen. Kannst du mit normaler Mayonnaise nicht vergleichen. Das ist geschmacklich, ist das eine Cremigkeit, die auch, also im Prinzip jedes Gericht, ob es jetzt wirklich Sushi ist oder eben einfach auch wirklich so ein Rindfleisch, nochmal auf eine neue Ebene hebt. Ja, hat auch ein bisschen Schärfe meistens, oder? Nee, gar nicht. Nee, okay, nee. Dann verwechsel. Das ist im Prinzip Mayonnaise mit ein bisschen Fischsoße, wenn du ja, so willst. Also okay. Die ist halt sehr, also sie hilft dafür, diesen Geschmack wirklich komplett abzurunden. Und ja, wie gesagt, ich bin da ein riesen Fan von. Ich schmecke Fisch. Nee, du schmeckst keinen Fisch. Sehr gut, ja. Fisch schmeckst du nicht. Aber das ist halt eine Mayonnaise, die halt mit Eigelb gemacht wird. Also wirklich mit, also fast eigentlich mit nur Eigelb. Und die hat schon Kabums. Die hat schon Kabums. Sehr lecker. Was, Eigelb? Ach du Scheiße. Ich muss nicht sagen, ich vertrage so Eiersachen. Also ich weiß nicht, aber es wird schon gut. Also geht gut. Es ist eine Industrie-Mayonnaise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da wenig drin ist, was dich irgendwie in einer Form beeinträchtigen wird. Gut. Ey, jetzt haben wir viel gequatscht. Plansche mal anmachen oder was? Wir können die Plansche mal, ich tu mal dann die Sushi-Mayonnaise ein bisschen in Sicherheit. Ja, besser. Von einem Flammenwerfer da. Der hat ganz schön Bums, ne? Mhm. Der, also je nachdem, was für eine Einstellung du da wählst, hat der, wäre schlimm, wenn nicht, ne? Aber wenn das Ding auf Max steht, ist schon viel. Und jetzt sage ich dir was. Man munkelt, dass wir demnächst noch so ein Modul hier stehen haben werden. Ah, ja. Da drin ist ein Wokbrenner von Napoleon. Mhm. Haben wir dort einen Wokbrenner extra für Outdoor-Küchen gemacht. Und wir wurden angerufen von MM Outdoor Küchen. Jungs, seid ihr euch sicher? Also wir haben Napoleon gesagt, hier, wir brauchen den Wokbrenner, schickt den bitte zu MM Outdoor Küchen, damit die uns den in einem Modul verbauen. Die haben uns angerufen und gefragt, seid ihr euch sicher, dass ihr den wirklich haben wollt? Ich sage, ja, wieso? Was ist denn damit? Naja, sagt er, der Wokbrenner hat auf ein Drittel, also auf der sozusagen niedrigsten Stufe, hat er ungefähr genauso viel Power wie das Ding auf der höchsten Stufe. Ja. Und wenn du den Wokbrenner auf Max stellst, sagt er, schwierige Nummer. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich da so doll drauf. Also ich freue mich auf den Moment, wo die Küche unter euch einfach wegschmilzt. Ja, das wird nicht passieren, aber ich sag mal so, es ist ja von der Deckenhöhe, sind wir limitiert. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir das hier ganz gut hinkriegen mit dem Wokbrenner. Haben wir hier hochqualitatives Sizzle-Absalz? Oh ja, aber reich. Aber guck mal, das ist doch alles gut eingeplant. Das heißt, du lernst so schnell dazu. Ja, sehr, also wirklich. Ich bin ja heute Nacht gebrainwashed worden, ihr macht euch keine Vorstellung. Das ist unfassbar. Gut, voll gut. Weil die Plansche wird jetzt heiß und wir wollen jetzt gleich das Fleisch drauf angeln. Zum Fleisch erzählst du am besten was, also zumindest wo es her ist. Gerne, ja. Ja. Ihr habt ja da euren sozusagen Wagyu-Züchter des Vertrauens. Genau, das ist F1-Qualität, also eine Zucht, eine Kreuzung aus Wagyu, aus einem Wagyu-Rind und einem deutschen Milchvieh. Ist bewusst übrigens so gekreuzt mit einem Milchvieh, denn wir haben die Fleischgenetik des Wagyus drin. Und zufälligerweise klappt es dann, dass das Fleisch eben qualitativ wie vom Wagyu kommt, aber etwas weniger Fett. Intramuskuläres Fett hat. Und das ist für mich persönlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Jörn, ich stelle die Frage immer wieder gerne, aber für mich persönlich ist dieser Marmorierungsgrad top. Alles, was 100% Wagyu ist und irgendwann Richtung A5 geht und so, ist mir viel zu viel Fett. Da kann man mal ein kleines Stück von essen und dann... Also, aber da ist es tatsächlich, die Dosis macht das Gift. Genau, da geht es darum, mal ein Stück zu essen. Genau, da ist einfach, wenn du dich einfach geschmackstechnisch
komplett woanders hinschießen willst, dann nimmst du halt diese hochmarmorierten Stücke. Ja. Dann brauchst du aber halt wirklich nur ein ganz, ganz kleines Stück davon. Ich hatte zuletzt das große Glück, Australian Wagyu zu haben, mit einer 8er bis 9er Marmorierung. Das war also ein Tri-Tip, 8er bis 9er Marmorierung. Das haben wir, das war also 700 Gramm, und das haben wir mit 15 Leuten gegessen. Mhm. Ja, ist klar. Weil anders kannst du das nicht machen. Richtig, das funktioniert ist ja schneeweiß. Das ist das, ja, das ist nicht schneeweiß, aber es ist auf jeden Fall sehr viel Fett. Mhm. Wir haben das auch auf einer Plancha gemacht, beziehungsweise auf einer Feuerplatte, weil du sowas eben, das, sowas kannst du nicht auf den Grill schmeißen. Wenn du das auf den Grill schmeißt, dann wirst du ein Inferno entfachen. Richtig. Ja, das ist genau das, was wir nicht möchten. Und das sieht fantastisch aus. Ich werde jetzt das Fleisch ein klein wenig, auch wenn es Wagyu ist, werde ich es trotzdem von außen ein klein wenig ölen. Aber wirklich nur ganz klein bisschen. Einfach gerade nehmen und mit den Händen einölen. Und dann würde ich genau, Julian weiß schon genau, was er zu tun hat. Ist es denn so, dass du irgendeine Art Ausbildung mal in dem Bereich hattest? Überhaupt gar nicht. Du bist also genauso wie wir auch Autodidakt. So sieht's aus. Das wobei ist Fleisch schon reine, ne? Ja, aber das ist ja kein, also das ist ja eine Sache, die ich dann wirklich, ja genau, das ist eine Fortbildung, ja. Und eine Sache, die man wirklich nur macht, wenn man wirklich schon, also komplett bescheuert ist, ja, also oder beziehungsweise komplett auf diesem Fleischzug sozusagen drauf ist und sagt, das ist genau mein Thema, ich möchte das wirklich komplett durchspielen, ja. Dann macht das Sinn. Wichtig ist, wir haben jetzt diese Fleischstücke vor gut 1,5 Stunden aus dem Kühlschrank rausgenommen. Jetzt stehen wir natürlich hier draußen. Es ist, wie ihr wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, Ende des Jahres. Dementsprechend ist es gut kalt. Wenn ihr das, also ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr sowas macht, immer das Fleisch vorher, weit vorher aus dem Kühlschrank nehmen, damit es eine gewisse Zeit hat, irgendwie auch die Raumtemperatur anzunehmen, dass es also noch nicht mehr nicht stockgefrostet ist. So, die Plancha, wie man sieht, ist heiß. Gleich hört ihr es auch. Gleich hört ihr es auch, genau. Und da wird das Fleisch jetzt ringsrum scharf angebraten. Ja, das hört man. Ja, hier ist warm. Und das ist jetzt nur Stufe 3, ne? Aber ich glaube, wir können ein bisschen hochstellen. Ja, ja, jetzt wo es drauf ist, können wir auch. Genau. Das kalte Fleisch zieht ja jetzt die Energie aus dieser Gussplansche raus. Komm, und die muss natürlich nachgeliefert werden, genau. Ein Händchen drunter. Ja. Oh, die Hände oh nein. Machen. Ach doch, hier. Klar. Ach ja, Leute. Aber ich glaube, Jörn, dass Autodidakten, die so leidenschaftlich etwas machen, wie wir es tun, auch in den ganzen Jahren sich ein doch sehr gutes Grundwissen aneignen, wenn nicht sogar fortgeschrittenen Wissen. Das ist aber doch bei allem. Wenn du dich für irgendwas interessierst, fängst du an, gegebenenfalls dich reinzulesen oder eben in der heutigen Zeit es dir bei YouTube irgendwie reinzuziehen. Richtig. Wo du entsprechend dann daraus lernen kannst. Und wenn du dich für etwas begeisterst und wirklich ja, mehr darüber wissen willst, dir diese Sachen halt einfach selber beibringst, einfach nur, um auch dann weiterzukommen. Ne? Also, Ich habe selber immer ganz oft diesen Challenge-Gedanken für mich, dass ich sage, gib mir einfach irgendwelche Zutaten. Ich will gar nicht wissen, was ich machen soll. Und dann baue ich was draus. Genau. Jedes Mal steht da, scheiße, schon wieder keine Idee. Aber wenn sie mir nur Reis und Kartoffeln und Ketchup hinstellen, ist natürlich schwierig. Aber obwohl, Kartoffeln mit Ketchup. Ansonsten würde ich sagen, bin ich da ein Riesenfreund von. Ja, bislang ist doch immer was Leckeres rausgekommen, muss man dazu sagen. Genau. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, wo wir beim Autodidakten waren. Es gibt nichts Schlimmeres als die Leute, die dann zum Beispiel, wenn wir bei so einem Thema bleiben, dir schreiben, ja, Freunde, das geht natürlich nicht, das schmeckt nicht. Ich bin übrigens Koch, ich weiß das, ich muss es wissen. Ja. Haben wir gestern uns drüber unterhalten. Mhm. Ich bin ja überzeugt davon, dass ein Koch, der 3 Jahre gelernt hat, der den jungen Koch von vorne bis hinten durch hat und so, ein gewisses Wissen hat, aber nur weil man Koch ist, heißt das ja nicht, dass man sich mit allem, was Lebensmittel angeht, besser auskennt als jeder andere. Weißt du, ich zum Beispiel bin Maschinenbauingenieur und kann deswegen trotzdem nicht dir sagen, wieso die Maschine so funktioniert. Das wäre aber schade. Ne? Ich würde das Fleisch mal eben kurz drehen. Mach mal. Alex, schau mal gerne hin, weil wie ihr seht, ist nämlich genau das, was wir haben wollen. Danke für deine Antwort. Nee, das finde ich schade. Ich drehe da mal das Fleisch. Nee, ich nehme das Thema noch mal auf. Thema mit dem Koch noch gerne nochmal auf. Ich wollte es nur geredet haben. Ja. Und ich habe es auch dahin gedreht, wo jetzt die Plansche noch nicht benutzt worden war, damit wir auch wieder Hitze haben. So, also ich habe das natürlich auch sehr, sehr viel unter meinen Videos, dass Leute haben, die kommentieren, wo dann der erste Satz ist, ich bin ich als gelernter Koch. Genau, ja. Das ist alles schön und gut. Ja.
Also das ist alles super. Koch ist ein super Beruf. Ja, ich möchte kein Koch sein, ganz ehrlich. Also Zeiten in der Gastronomie brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, ja, dass das wenig beneidenswert ist. Ja, umso mehr so Hut ab, dass die Leute das machen. Das ist auch alles klasse und ich habe auch wirklich die allerhöchste Achtung davor. Nur noch einmal, das hier ist mein Hobby. Ich begeister mich dafür und ich habe das nicht studiert, ich habe das nicht gelernt. Und ich lasse euch quasi teilhaben, wie ich diese Welt sozusagen nach und nach für mich erschlossen habe. Natürlich nehme ich gerne guten Rat an, das ist gar keine Frage. Aber es ist irgendwo immer noch, das könnte man auch so und so machen. Ja, das ist alles immer schön, aber ich habe mir im Vorfeld bei dem Rezept und bei der Art und Weise meistens was gedacht. Und das ist ja auch das Tolle. Ein Rezept ist immer nur ein Grundsatz. Das kann man abwandeln, wie man möchte. Und das macht ja Kochen aus letztlich. Kreativ zu sein, richtig, ja, die Sachen auszuprobieren, für sich zu sagen, hey, das ist geil, das macht für mich Sinn. Ich drehe übrigens mal weiter, während ich rede, weil... Ja, ich habe schon gedacht, langsam müssten wir, weil die Pfanne gut Saft. Also die schwarzen Sachen außen hast du jetzt auch gedacht. Ja, genau, das ist das, was den Geschmack ausmacht. Ich als ungelernter Koch, nein, Quatsch. Also, ich als ungelernter Nein, also wie gesagt, ein Rezept ist immer der Grundbaustein und darf dann, wenn ihr sagt, ich würde da vielleicht noch ein bisschen das dran machen oder das... Das ist super. Ich liefere immer nur quasi eine Anregung, wie man es machen kann. Total. Und das ist niemals in Stein gemeißelt. Wie wir auch immer sagen, es gibt nichts Subjektiveres als Geschmack. Ja, genau. Also ich sage dir, es gibt genug Menschen, die diese Mayo essen werden und sagen, das ist gar nicht mein Ding. Und das ist dann auch völlig legitim. Ich sage immer, es gibt nichts Objektiveres. Das ist eindeutig, sagst du. Ja, also. Nein, also es ist deswegen, also das ist alles immer alles schön und gut. Aber wie gesagt, das soll jeder für sich selbst entdecken. Ich kann euch sagen, die Sachen, die ich euch in Videos zeige, die Chance, dass das absolut nicht schmeckt, sind tatsächlich sehr gering. Von meinem Empfinden her. Also wirklich, dass etwas geschmacklich jetzt komplett in die Binsen gegangen ist, das hatte ich so in dem tatsächlich noch nicht. Weil ich auch einfach natürlich am Ende das selber probieren möchte und mir auch natürlich auch nicht selber schaden will, ja, macht es dann schon Sinn, die Sachen so zu machen, dass sie am Ende dann auch schmecken. Du machst ja auch nicht Sachen, wo also du würdest ja niemals etwas grillen, wo du liest kein Rezept, da sind 10 Zutaten und 8 davon kannst du per se nicht leiden, weil sie dir nicht schmecken. Dann würdest du dieses Rezept ja nicht machen. Du würdest ja nicht sagen, da sind 8 Zutaten, die ich komplett ekelhaft finde, das mache ich jetzt. Genau. Das würde ja nicht passieren. Also ich muss euch leider enttäuschen, die Chance, dass ihr auf meinem Kanal irgendwas mit Innereien dergleichen sehen wird, also ne, Nierchen und so weiter und so fort. Ich mache die Gussplatte derweil mal aus, weil wir sind mit dem Ranbaten nicht so weit fertig. Das Fleisch ist innen, wie gesagt, ist innen roh. Ne? Also macht euch da keinerlei Vorstellung, das wird nicht durchgegart sein und das ist auch vollkommen richtig und in Ordnung so. Ach so, weil das ist ja Huhn. Ja, ist richtig, ist Geflügel. Wer kennt es nicht, das Wagyu-Hähnchen, ja, das hat sich ja durchgesetzt. Ja, ja, Hühnerfleisch, aber klar. Wenn das gedry-aged Wagyu-Hähnchen. Aber Strauß habe ich auch immer Medium gegessen. Ursprünglich komme ich ja aus Australien. Deswegen. Ach so, ja, deswegen auch. Das meinst Australien. Hast du hier deinen Beutel auch, ne? Ja, Känguru-Beutel, Standard. So. Nein, also wie gesagt, das ist immer nur die Anleitung und beziehungsweise eine Art und Weise, wie man es machen kann. Und es gibt ja auch viele, die dann einfach sagen, so jetzt hier, also ja, rohes Fleisch oder sowas, das wäre jetzt, ja, könnte ich nicht oder das ist überhaupt nicht mein Ding. Das ist vollkommen in Ordnung. Ja. Es gibt einfach nur die, ich kann euch einfach nur sagen, das solltet ihr einfach mal probiert haben. Ich finde genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Man muss, glaube ich, offen sein dafür, sich selbst erstmal ein Bild davon zu machen. Auch das Thema Innereien. Ich sagte, ich habe eine Situation gehabt. Kann ich auch nicht. Nein, ich sag euch, wie es ist. Ich habe eine Situation gehabt und zwar habe ich einen Podcast gehört von Fide Gastro. Und da war der Max Stiegel zu Gast. Der betreibt ein Restaurant in, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, kann sein, dass es falsch liege, aber ich glaube in Österreich. Und es ist so, dass er dort sich sehr stark darauf spezialisiert hat, das gesamte Tier zu Nose verwerten. Nose to tail. Ja. Ne? Nose to tail. Warum das schon? Weil ich mir vorgestellt habe. Egal. Ja, ich wollte gerade sagen. Das schmeckt halt nicht. Nein, aber. Er betreibt ein Restaurant, das schmeckt halt nicht, aber er betreibt ein Restaurant. Nee, aber er betreibt es extrem erfolgreich, weil er halt sagt, das ganze Tier wird verwertet. Und dort wurde halt sehr viel in dem Podcast über die Verwertung von Innereien gesprochen. Mhm. Hört euch den wirklich mal an. Weil ihr werdet da ganz oft sitzen und sagen, nee, das kann ich nicht, das geht nicht. Also ich habe auch ganz oft mich dabei erwischt, dass ich gesagt habe, nee, das würde ich jetzt nicht machen, nicht essen. Aber je mehr er darüber gesprochen hat, desto mehr habe ich gedacht, naja gut, wenn du das verwerten kannst und das wirklich gut schmeckt, weil er davon überzeugt ist, wenn ich was zubereite, also aus seiner Warte gesprochen, dann wird das so gut, dass du gar nicht mehr den Gedanken hast an Innereien. Und ich habe zum Beispiel auch mal Rinderherz gegessen. Mhm.
Komme ich auch gleich zu. Hat uns Carsten aufgeschnitten. Mhm. Und das war, also das war, glaube ich, gepökelt oder so. Ich auf jeden Fall wie so ein Aufschnitt. Mhm. Hat vorher nichts gesagt. Mhm. Und ich habe es gegessen und dachte, oh, ist lecker. Ich sage, was ist das? Das Rinderherz. Im Nachhinein, hätte er es vorher gesagt, hätte ich es vielleicht skeptischer gegessen. Aber so hat es mir gut geschmeckt. Okay. Zunge habe ich gegessen, hat mir gut geschmeckt. Mhm. Jetzt habe ich vor kurzem mal die Situation gehabt, dass ich, dass mein Tischnachbar Leber gegessen hat. Mhm. Habe ich probiert, hat mir geschmeckt. Mhm. Hätte ich früher nie gegessen. Ja. Ich würde auch Leber jetzt nicht bestellen und sagen, ich will jetzt viel Leber. Auf keinen Fall, ja. Essen, ne? Aber warum ist das so lustig? Was hat er denn? Ich habe keine Ahnung, was er hat, aber... Ich habe im Kopf schon wieder Zucker. Erinnerst du dich noch nicht dran, wo du über den Ochsenzieher gesprochen hast? Mit Ochsenzieher? Ja, hast du neulich beim Stream drüber gesprochen. Ey, es gibt okay. Meine Situation, mal, die verstehe ich. Sind wir raus. Ja, aber erzähl was zum Herzen. Nur ganz kurz wegen dem Innereien-Thema. Also wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Sache ist natürlich die, da sind wir wieder beim Thema Ted Reeder. Ted Reeder war zweimal in Deutschland für eine Cooking-Class. Ich hatte zweimal das Glück, dort zu sein. Und Ted Reeder ist ein Freund von Innereien. Das heißt, es gab auf diesem Cooking-Event gab es Nieren vom Kaninchen, also Kaninchen-Nieren. Es gab Ochsenherz. Ja, es gab Leber. Und die Sache ist halt tatsächlich die, wenn dein Messias dir sagt, probier das, dann probierst du das. Und das war zum Beispiel auf die Kaninchennieren zum Beispiel, die waren einfach nur auf den Rosmarinzweig gesteckt. Und über, ja genau, es gibt die Cooking Class, das Video gibt es auf meinem Kanal, könnt ihr euch anschauen. Das ist ein wilder Ritt, sag ich mal vorsichtig. Also der Ted Reeder, der macht einen Grillkurs innerhalb von 2,5 Stunden. Und das ist wie so ein Flummi. Der titscht durch den ganzen Garten, der grillt auf Treppenstufen, der grillt egal wo. Das ist eben das Geile. Der macht einfach, ohne groß nachzudenken. Ob das am Ende des Tages alles mal so Sinn ergibt, das ist dann die Frage. Aber es ist, oder dass es dann, oder dass am Grill auf einmal wirklich komplett in Flammen steht, das passiert dann. Mhm. Ja, aber in jedem Fall ist es so, also da diese Nierchen, die waren eine absolute Knaller. War gut? Hast du die gegessen? Ja, fandst du gut? Wenn er sagt, try this, dann probier es. Und du fandest es gut? Es war wirklich gut. Ich würde es niemals selber für mich machen. Ich würde niemals hingehen mit meinem Metzger und das bestellen. Mhm. Aber ich denke auch, dass das natürlich auch gewissweit immer ein Stück dem Moment geschuldet ist. Mhm. Das ganze Ambiente drumherum. Und wie gesagt, also dein absolutes Vorbild reichte das. Und natürlich probierst du das dann. Mhm. Ich bin auch kein Austernfreund. Aber wenn der Ted Reeder eine Auster, die mit Gin Tonic Butter gemacht ist, reicht, dann probierst du die. Und? Und dann schmeckt die. Ja, auch nichts bräuchte ich nicht nochmal. Also geschmacklich war das okay, aber es ist der Gedanke, das ist eine Kopfgeschichte halt auch. Gleich ist es ja bei Innereien generell, dass es eine Kopfgeschichte ist. Wenn du dann das Ochsenherz hast, also du kannst mir eigentlich nicht erzählen, dass als du das probiert hast, dass du nicht irgendwie so einen leicht metallischen Geschmack oder sowas hattest, weil gerade Herz ist ja wirklich eine Sache, die sehr, sehr metallisch schmeckt. Bei mir war es gepökelt. Ne? Also war es, okay. Da bei dir wird es wahrscheinlich gebraten ja, genau. Sein. Ne? Ja, das glaube ich ist nochmal ein Riesenunterschied. Vom Smoker war die tatsächlich. Ja, das ist nochmal ein Riesenunterschied bestimmt. Ja. Und also das ist schon, also das merkt man tatsächlich schon. Also ich habe das sofort gemerkt, dass das kein normales Steak ist. Und wie gesagt, ist nicht mein Ding, deswegen mache ich es einfach nicht auf meinem Kanal und gut ist. Aber du kannst immerhin sagen, ich habe es probiert und dann entschieden, ist es nicht. Weil ich würde mich auch nicht hinstellen und sagen, ich möchte jetzt unbedingt Innereien zubereiten, die essen. Aber ich finde es halt fatal, pauschal zu sagen, das kann man nicht machen. Sondern ich glaube, man sollte dem immer mal die Chance geben, es zu probieren. Und sein Restaurant läuft wohl extrem erfolgreich. Der hat natürlich andauernd mit Kritik zu tun. Ist ja logisch, weil andere kommen von der Seite derjenige, Leute, die der sagen, geht gar nicht. Macht. Ja, genau. Okay, ja. Da kommt man und der sagt auch ganz klar, ich will die ja gar nicht. Ich will ja genau diese offenen Menschen haben, die das... Und er bereitet es scheinbar auf eine Art und Weise zu, wie es sonst keiner macht. Und entsprechend gut. Ja, das ist ja durchaus ein Thema, diese Nose-to-Tail-Geschichte, dass du einfach alles verwendest. Lucky Maurer macht das ja auch. Der hat extra ein ganzes Buch drüber geschrieben. Ja. Halt, ne? Und das macht ja auch absolut Sinn. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Rind nur aus Rücken bestehen würde... Ja. Das wäre einfach zu schön, um wahr zu sein. Ne? Beziehungsweise, eigentlich wäre es schon fast langweilig. Ne? Weil natürlich, so toll das jetzt ist mit dem Filet, für das, was wir jetzt machen, für das Gericht, ist das natürlich ein hervorragendes Stück, eigentlich das Beste, was du nehmen kannst. Aber ansonsten muss man ja sagen, dass Rinderfilet eigentlich komplett langweilig ist. Ne? Also es gibt ja so viele tolle Cuts oder so viele tolle Schnitte vom Rind. Ne? Alles, was so Flanksteak, Skirtsteak, die Sachen, die haben halt auch richtig Aroma, richtig Geschmack. Natürlich ganz oben Hanging Tender. Wo einfach so Geschmacksfeuerwerk dann ist und das schon meistens für einige zu viel. Ich hole mal sowas Längliches. Ja, genau, das wäre super. Zum anderen was Dreieck oder Längliches, ja, sowas Ovales wäre top. Ja. Wie gesagt, also das hat ja alles seine Daseinsberechtigung. Hm. Ja, absolut.
Ja, ich fand das da, da habe ich das erste Mal so Berührungspunkt damit gehabt, dass ich zugehört habe und mich darauf eingelassen habe. Ja. Weil ich würde normalerweise, so wie jeder andere auch, in den ersten Sekunden schon für mich ausschalten und pauschal sagen, nö, glaube ich nicht, dass das schmeckt. Aber das ist falsch, meiner Meinung nach. Man muss sich das zumindest mal anhören. Genau, anhören und gegebenenfalls auch einmal probieren. Aber absolut nichts spricht dagegen, dann zu sagen, so, du einfach, nee, das muss einfach nicht sein. Und wie gesagt, das ist natürlich auch immer eine Kopfgeschichte. Wenn der Kopf schon vornherein sagt, nein, auf gar keinen Fall, dann lass es bitte bleiben. Mhm. Tu es niemandem Gefallen damit. Der Koch, der sich Mühe gegeben hat und total begeistert ist von dem Produkt, weil er es eben so liebt und so mag. Wenn du dann sagst, so hier, das kann ich nicht oder sonst irgendwas oder wird mir schlecht von, da ist niemandem geholfen. Ne, da muss man irgendwo da schon den Absprung finden und sagen, so bis hierhin und nicht weiter. Aber ja. Ja, definitiv. Guck mal, das sieht doch. Ich vermute, das hier ist die richtige Wahl. Ich dachte aber, Dreieck bringe ich auch noch mal mit. Ja, aber ich glaube, die ist tatsächlich also sehr, sehr schön. Ja. Ihr habt aber auch schöne Teller hier. Ja, also hat auch lange gedauert, aber wir haben uns Mühe gegeben. Geil. Die töpferst du abends, ne? Ich töpfe ja. Ja. Also diesen von Julia, muss ich dazu sagen, haben getöpfert. Der sollte eigentlich rund werden. Ich habe ihn nur angemalt. Also für die, die Videopodcast gucken, also das ist rund. Genau. Das ist Pizzaform sozusagen. Und zwar dann, wenn der Pizzaheber nicht richtig gemäht war. Hat sie so leicht vielleicht in die Länge gezogen. Du, beim Pizzamachen sind ja auch schon mal Unfälle passiert, dass die so ein bisschen fällt und zusammen und knickt und dann hast du so einen Klumpatsch. So ähnlich ist das auch passiert. Das muss doch jetzt dünn aufgeschnitten werden. Das muss jetzt dünn aufgeschnitten werden. Hauchdünn, ja. Ne? Hey, das machen? Das darfst du sehr gerne tun. Was ich übrigens vorhin sagen wollte, wo du darüber gesprochen hast, dass das ja roh ist, ne? Ich habe mich selbst... Ganz kurz, bevor du es jetzt... ich muss nur ganz... Weil Julian will es gerade anschneiden. Falsch, ja, natürlich. Okay. Beim Aufschneiden ging es ja jetzt darum, dass wir es so aufschneiden, dass wir die Fleischfasern nach Möglichkeit durchtrennen, dass wir es eben nicht... Was sagst du? Also ja, vom Gargrad her ist es so, wie ich gesagt habe. Es ist innen, ihr seht das hier, es ist innen roh. Das ist so gewollt. Voll gut. Was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass ich mich selber vor einiger Zeit dabei ertappt habe. Es war im Badezimmer, nein, Quatsch. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich fast mehr rohes Fleisch mittlerweile esse als gebraten. Und ich esse Fisch zum Beispiel am liebsten roh. Verstehe ich. Also Thun. Sashimi? Ich finde, gebraten, es gibt nichts Schlimmeres als ein Thunfisch, der gebraten wurde. Das ist für mich fast die Höchststrafe beim Thunfisch. Also ist es so, da wo ich gerne Urlaub mache, ist es so, dass sie, einmal die Woche gibt es einen Grillabend sozusagen, wo es dann unter anderem auch frischen Thunfisch gibt. Gegrillt? Nein, hoffentlich. Doch, natürlich gegrillt. Ja, aber, Moment, gegrillt nach der Methode. Ah ja, okay, also die 10 Sekunden pro Seite Methode. Nein, okay. Drauf, drehen, runter. Aber wie heißt es denn? Hat er da? Nein, das ist halt auch eine Plansche auf einem Gasgrill und die haben halt so Gastro-Gasgrills, die haben okay, ja, da richtig, ist richtig Power. Und der Chefkoch geht dann hin, to Tuna, mehr sagt er nicht. Ja, und dann ist das wirklich drauf, fertig. Eine Sekunde, drehen, eine Sekunde, runter. Ja, und dann hast du wirklich, du hast außen, verteilen wir das mal ein bisschen. Also es ist im Prinzip so eine Art Carpaccio, nur dass es eben, Carpaccio, richtig. So also ein Carpaccio, nur dass es eben von außen mit Röstaromen eben versehen ist. Mm. Wir drapieren das jetzt mal hier auf dem Teller. Aber du bist wieder sofort ins Rezept eingestiegen, ne? Nee, ich wollte nur um es den Leuten auch zu erklären, was wir hier haben, für die, die nur zuhören. Ist das schön. Die verstehen, was wir, oder damit die erahnen können, was wir hier Schönes zusammenzaubern. Ich bin gleich sehr, sehr gespannt. Das sieht richtig gut aus. Wirklich gut aus. Das sieht in der Tat fantastisch sogar aus. Ich glaube, da werde ich, wenn es mich jetzt gleich überzeugt, wovon ich fast ausgehe, habe ich schon eine Idee, wann ich das mal wieder zaubern werde. Nämlich in 2-3 Jahren irgendwann mal. Jeder auch gesagt. Ich hätte gesagt, so in den nächsten 5-6 Jahren. Ja, irgendwann, wenn es immer wieder einfällt. Ja, das ist doch klar. Dann guckt man dann nochmal so ins Archiv und sagt, Mensch, das war doch was, wunderbar. Ja, magst, so du das, magst du das andere auch noch aufschneiden? Ja, oder? Nein. Ich bin ja auch riesen Carpaccio-Fan. Tatar liebe ich auch.
Das roh, ne? Ja, es ist aber trotzdem lecker. Mm. Und es schmilzt einfach auf der Zunge weg. Oh, ist das lecker. Es schmilzt einfach. Ein bisschen. Und man ist es, bis jetzt ist es ja einfach. Jetzt ganz, ganz fein, ne? Bis jetzt ist es einfach nur gesalzen. Alter. Mehr haben wir noch nicht getan. Und das Salz merkt man halt schon. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt gleich eine Sojasauce haben, die ohne, also die ein bisschen weniger Salz hat. Aber halt leider muss man sagen, ist es, das liegt an der Temperatur, ist halt sehr kalt, ne? Das hat so fast rohes Fleisch in der Mitte so an sich, ne? Aber ich habe auch mal eine ernst gemeinte Frage bekommen, wie man es hinkriegt, dass das 52 Grad gegrillte Steak wärmer ist in der Mitte. Ja. Ja, ja. Schwierig. Es muss man ist dabei gewesen sein. Thema, ne? Ich bin gerade höchstgradig. Ja, das merkt man gar nicht. Damit ich mich nicht töte. Damit die Finger dran bleiben. So, wunderbar. Vielen Dank. Also das ist so, ist das im, auf, da in deinem Urlaubsort dann auch so auf einer großen Platte angerichtet? Genau, genau, letztlich ist es genau. Es ist ja so, und das ist, auch wenn es dann, auch wenn es letztlich dann ein Buffet ist, es ist einfach ein Buffet der anderen Art. Das kann man nicht anders formulieren. Ihr seid ja, also Julian, gerade Julian wird ja des Häufigeren dann von mir mit Videos belästigt, wo ich ihm dann zeige, was Felix, also der Koch, da entsprechend aufgebaut hat. Das ist schon. Das ist schon wirklich der Wahnsinn. Also für Leute, die kulinarisch da unterwegs sind, ist das ein absoluter Wahnsinn. So. Also die Platte sieht fantastisch aus. Ich muss davon gleich nochmal ein Foto machen. Es ist auf jeden Fall nicht zu wenig Fleisch, das ist mal sicher. Nee, das steht mal fest. Voll gut. Also ihr müsst euch vorstellen, Jörn hat jetzt gerade die ganze Platte voll mit Fleisch gemacht, ganz hauchdünn aufgeschnittenes Fleisch. Durch Julian höchst persönlich dünn aufgeschnitten. Mhm. Und jetzt kommt da wahrscheinlich noch was oben drauf. Genau, jetzt kommt da noch was oben drauf. Ich mach mal gerade eben das Brett hier sauber. Also es war gerade wirklich schon super lecker, ne? Nur das Fleisch. Aber wenn da jetzt noch diese Soße und das Topping und alles, das muss ja, ja. Wollen wir einfach das andere Brett nehmen, dann tauschen wir einfach mal schnell dann. Ich habe gerade einfach noch ein bisschen. Für alle, die nur zuhören, es wurde ein neues Brett herangezogen. Julian fängt nun an, Frühlingszwiebel zu schneiden. Er hat die Stumpen, wie heißt das? Auch schön dünn. Die Wurzeln, genau. Die Wurzeln da abgetrennt. Und schneidet sie jetzt fein auf. Was gibt's da zu lachen, Alexander? Ja, ich würde sich noch dem Schnittloch hingeben. Von der Hingabe wird er ihn überfallen. Das ist mehr als genug. Das ist mehr als genug. Und Schnittlauch auch noch? Ja. Schnittlauch haben wir, glaube ich, auch sogar im Garten frischen. Aber am geilsten bei uns im Garten, Petersilie, ist schon richtig abgefahren. Die läuft, das sage ich dir. So, ich gehe jetzt gerade noch einmal ganz kurz mit der Gabel durch die Soße durch. Einfach, um sie nochmal aufzuschlagen, für den Fall, dass irgendwas von dem Zucker sich noch nicht, ich gehe davon aus, dass er sich komplett aufgelöst hat, nur um sicher zu sein. So, und jetzt nehme ich mir die Soße, die wir vorhin angerührt haben, und gebe sie. Jetzt beißen hoffentlich schon mal ein paar so ins Lenkrad rein und durch. Seitlich hier, also wenn ihr so ein Kännchen hättet, dann, also wenn man ein Kännchen hätten hat, so selbstverständlich. Nein, jetzt ist vollkommen in Ordnung. Es geht jetzt gar nicht mal darum, dass wir das Fleisch von oben damit begießen, sondern einfach, dass wir es hier an die Seite rangeben, dass das einfach sozusagen unter das Fleisch läuft. Mhm. Und auch schön hier so Seite unter den Teller. Ja, das ist, ja, er ist ja auch gerne kreuz und quer dann. Ja, ja, deswegen, ich ditch das gerne auf unserer Outdoor-Küche so ein. Oh ja, die halbe Soße. Nein, alles ist gut. Nur ein ganz klein bisschen. Nee, also auf dem Teller ist nach wie vor genug. So, ich kollabiere gleich. Junge, jetzt haben wir hier das Panko-Mehl. Panko-Mehl klingt so die. Das in Butter geschwenkte Panko-Mehl mit Röstzwiebeln. Als Topping. Wie läuft das mit dem Knoblauch ab? Den werden wir jetzt gleich, Sekunde, kommen wir gleich zu. Das gibt's da nicht. Ich hatte, als ich die Einkaufsliste geschickt habe, hatte ich Sesam geschrieben. Julian hat direkt mitgedacht und hat gerösteten Sesam gekauft. Spart. Das ist ja absolut, genau, spart uns in dem Moment den Schritt, den Sesam anzurösten. Sesam, gerade in der asiatischen Küche, wirklich das, also eure... Basic-Zutat, oder? So wie bei uns Salz. Genau. Ja, ihr habt, das hat ja schon seinen Grund, dass ihr eine geröstete Sesamsoße macht, ne? Richtig. Oh ja. So,
Das sieht schon mal sehr schön aus. Jetzt ist letzten Endes das, was jetzt kommt mit dem Schnittlauch. Das ist so der Art sozusagen die leicht zwiebelige Komponente. Wir haben ja schon jetzt Röstzwiebeln. Die sind eigentlich mehr so für das Umami zuständig. Also frittierte Zwiebeln. Dann haben wir jetzt hier eben noch die Frühlingszwiebel und den Schnittlauch. Das ist dann mehr so die optische Geschichte. Das ist ein bisschen für, wenn wir Rot haben, brauchen wir ein bisschen Grün für den Kontrast. Junge, 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 jetzt machst du mir ja fertig. Soll ich den Knoblauch auch noch klein hacken? Den Knoblauch könnte man eigentlich. Was? Ja. Also, den kann man im Prinzip jetzt einfach so klein dröseln, dass der da entsprechend einfach drüber kommt. Der knackt einfach so weg. Ich kann an der Stelle nur noch mal sagen, wer jetzt ausschließlich eine Audio-Uhr gehört hat, der sollte sich die Stelle vom Zeitpunkt merken, alles noch mal gucken und an dieser Stelle dann ganz besonders gut hingucken. Aber das sollte man sich auf jeden Fall noch mal im Hintergrund geben. Hört ihr den Knoblauch knacken? Ja, wie das aussieht, so. Weil das sieht wirklich gut aus. Was wir jetzt noch machen können, wie gesagt, das wäre die... Tut mir leid. Das ist halt ein Fleischteller, wollte ich sagen. Für die vegane Küche ungeeignet, aber. Es tut mir leid. Ja, alles gut. Es tut ihm gar nicht leid. Tut ihm auch nicht leid. Muss doch, es auch nicht. Nein, es muss dir auch nicht leid tun, weil du hast ja recht. Es geht ja auch jetzt in der Sekunde in erster Linie darum. Ja, aber stell dir mal vor, jetzt glaubt mir wieder keiner. Jetzt vergessen wir noch irgendwas. Das wäre ja eigentlich. Deswegen, ich bin sehr schade. Deswegen bin ich absolut bei dir. Eigentlich, grundsätzlich kann man jetzt hier sagen: Feierabend reicht. Wir können es auch so probieren, deswegen würde ich einfach jetzt auch hingehen. Ich würde jetzt trotzdem halt noch ein klein wenig, einfach, weil es eine Menge ausmacht, eben noch ein bisschen Sushi-Mayonnaise draufgeben. Mhm. Und da gehen wir einfach hin und machen hier so einmal so grob drüber. Jörn, ich kollabiere hier gleich. Ne? Das sieht so unglaublich genial aus. So, ne? wir machen nicht zu viel, wir wollen es jetzt nicht komplett verunstalten. Angenommen, man müsste irgendwas nochmal für irgendein Bild brauchen. So. Ja, ein Thumbnail. So. Und was man, um es jetzt dann wirklich komplett auf die Spitze zu treiben, habe ich jetzt hier, kriegt ihr in jedem Supermarkt. In jedem Supermarkt in der Asia-Abteilung und natürlich im Asia-Shop sowieso, eingelegten Ingwer. Sushi-Ingwer. Ja? Das ist im Prinzip hauchdünn geschnittener Ingwer, der eben eingelegt ist. Und den noch jetzt einfach wirklich in hauchdünne Stücke geschnitten. Da kann man schon mal klatschen. Er baut hier eine Jahrstraße auf, die ist wirklich, also... Ne? Nein, es sind einfach Aromen, die halt super zusammenpassen. Ne? Also dieser Ingwer, der passt wirklich hervorragend zu Lachs, der passt hervorragend zu Fleisch und hat halt ist leicht sauer. Durch das Eingelegte. Das heißt, wir haben also jetzt salzig, süß, sauer. Das ist eine ich richtig... Ich liebe diesen Ingwer auch. Also bei Sushi, das, ja, ich auch immer eine der extra muss, Portion. Der muss, genau, also der muss doch wirklich sein. Zwischendurch immer wieder, ja, ganz genau, wegknuspern. Auch meine Augen reiben. Ja, in die Augen rein empfehle ich auch sehr bei Ingwer. So wie gestern. So. Mit der Chili in die Augen rein. Wunderbar. Ich würde tatsächlich behaupten, jetzt ist es fertig. Geil. Original. Jetzt ist es fertig. Jetzt wasche ich mir noch gerade kurz die Hände. Jetzt machst du noch mal ein finales Foto, Julian, weil jetzt ist auch noch der Ingwer drüber. Du kannst ja nicht abwarten. Ja. Ja, ich konnte nicht abwarten. Das sah auch zu gut aus. Oi, 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 oi. So. Jörn, ich bin ganz, ganz entzückt von deiner Kunst. Das sieht wirklich hervorragend aus. Der soll ja nicht nur gut aussehen, nach Möglichkeit. Nach Möglichkeit schmeckt es auch noch gut. Das werden wir aber jetzt herausfinden. Julian, du darfst hier auch gerne. Alter Schwede. Das Fleisch schmeckt ja so schon gut, ne? Aber das ist jetzt wirklich. Was? Das ist wirklich frech. Ich hatte vor einiger Zeit Nils Jorra, auch ein begnadeter Koch und Griller, bei mir im Garten, der die Teller so angerichtet hat, nach dem Motto, der Teller spricht dich an und sagt, komm du mal mit deiner Gabel und schau mal, was ich hier hab. Oh. Und ey, das ist wirklich... Diese Soße, die ja wirklich, wie gesagt, einfach nur unter das Fleisch drunter gegeben wurde, Alter. Macht
da schmissen wir es aus. Also das ist brutal. Und diese Aromatik, diese Vielfalt an Aromen in Kombination, da kann ja wirklich, ich hatte gestern, wir waren gestern noch essen bei einem Italiener, ich habe ein Carpaccio gegessen, ganz klassisch vom Rind. Das kann ja dagegen komplett einpacken. Ja, weil es aber auch einfach... Das ist was ganz anderes, aber das ist ja auch erstmal rohes Rindfleisch. Das ist also... Genau, also das... Boah. Es ist... Ey, Jörn, ohne Scheiß. Es ist lecker. es ist sehr lecker. Aber es ist halt wirklich... Du fängst quasi an mit der Soße, dann spielst du es weiter eben mit dem Sesam, mit dem Knoblauch, der eben angeröstet ist. Und alles ist nicht so, dass es sich in den Vordergrund drängt, sondern es ist einfach so ein... Es ist alles da. Und so ein kleines Orchester im Hintergrund. Genau, du hast die, ja wirklich, das beschreibst gut. Du hast die Zutaten aber wohl dosiert. Ich habe erst gedacht, willst du dieses ganze Topping? Nein. Das ist einfach, ich habe ja schon extra eine kleine Pfanne genommen. Die hätte eigentlich noch kleiner sein können, aber von der Menge her, ich sag dir, einfach abfüllen in ein Schälchen. Das könnt ihr gerne nochmal weiterverwenden. Das funktioniert als jedes Topping. Könnt ihr sogar einfach Nudeln drauf machen. Ich glaube, es ist eines der krassesten Gerichte, die wir hier bisher gemacht haben. Ja, wirklich. Das ist so gut. Das ist so gut. Das ist eines der krassesten Gerichte, die wir hier gemacht haben. Wenn es das bei einem Asiaten einfach mal geben würde als Vorspeise, das wäre ja unglaublich. Also wie gesagt, ich wüsste ja, wo es das zumindest auf jeden Fall so ähnlich gibt, einmal die Woche. Aber dafür ist es leider ein bisschen weit weg. Dann doch lieber... Wagyu deutsche Zucht. Dasselbe halt nachbauen. Wie gesagt, die Zutaten kriegt ihr tatsächlich im Supermarkt. Und Alter Schwede. Ich kann nur sagen, ihr solltet das auf jeden Fall mal probieren. Lasst euch einfach mal drauf ein. Macht euch gegebenenfalls die Mühe. Auch der Knoblauch, dieser geröstete Knoblauch. Das ist unglaublich. Der ist im Hintergrund. Ist der auch gerade dann, wenn es dauert ein Momentchen, der kommt dann sozusagen nach hinten raus. Es ist wirklich, es macht Spaß. Die Gesamtkomposition, diese Aromenvielfalt ist wirklich komplett abgefahren. Das ganze Rösten und so mit dem, also... Ja, 10 Minuten für eine Stunde. 10 Minuten, bin ich bei dir. Das Fleisch war keine 5 Minuten auf der Platte, würde ich jetzt mal vermuten. Leute, die den Podcast hören oder sich das angeschaut haben, können es dann nochmal genau bestimmen. Aber es ist sehr, sehr kurz, gebraten. Und das muss man aber auch dazu sagen, das Fleisch ist einfach Bombe. Ne? Ja, du brauchst gutes Fleisch. Das Fleisch ist auch roh. Ich würde sowieso, jetzt mal unabhängig von dem Gericht, wer vorhat, Fleisch roh oder nicht durchgebraten zu essen, sollte generell immer darauf achten, eine gewisse Qualität zu haben. Sicherlich gerade bei Rind ist das Standard, aber auch gerade bei Schweinen. Schweinefilet würde ich auch niemals durchbraten. Das würde ich immer so haben, dass ich einen rosa Kern habe. Ja. Da brauche ich aber auch eine gewisse Qualität. Und da steht und fällt sicherlich auch damit, wenn das Fleisch jetzt zäh wäre oder so, wäre es Käse, ne? Es schmilzt einfach genau, so. Genau, es schmilzt einfach weg. Wirklich einfach so weg. Und unglaublich, ich kann es gar nicht fassen. Kannst du in Worte. Jörn hat jetzt noch 10 Minuten Monolog gerade gehalten. In der Zeit kam ich gar nicht klar. Das ist wirklich, also jetzt mal. Ja, das freut mich ja umso. Das ist unglaublich geil. Das freut mich sehr. Gut, ne? Das ist wirklich unglaublich geil. Ja, die gesamte Komposition ist mega gut. Jetzt, das sind Dinge, wo ich sage, die muss ich zu Hause, weißt du, das wäre so für mich dann der Anreiz, sowas zu Hause nachmachen, essen, diese asiatischen Aromen, das finde ich so geil, diese Kombis, weil du hast immer, das fand ich auch in Thailand so krass, egal was du da isst, es macht immer so BAM im Mund. Ja. Und hier ist es ja genauso, mit den einfachsten Möglichkeiten, aber sobald zum Beispiel Sojasauce im Spiel ist, geht es ja schon in die Richtung. Ja, aber auch da ist es dann wieder so, also am Ende soll... Sich nichts in den Vordergrund spielen, sondern es soll am Ende alles irgendwo harmonisch sein. Ja. Und wenn du dann, wie gesagt, also der Koch in dem Hotel, der ist halt mit einer Thailänderin verheiratet, das heißt, er ist also auch der thailändischen Küche sehr, sehr zugeneigt und geizt auch nicht mit Chili. Und wenn der dir dann so einen Thai-Beef-Salat macht, da legst du die Ohren an. Also der sagt dann auch schon immer so, hier, das musst du probieren, aber der hat schon Substanz, also da ist schon ordentlich Schärfe drin. Und hier ist es jetzt so, wir haben ja ein ganz klein bisschen von der Thai-Barbecue-Gewürzmischung hier in das Panko-Mehl mit reingemacht. Das ist nicht scharf. Nee. Das ist nicht scharf. Du hast eine gewisse Grundsubstanz oder Grundnote und das trägt sich halt durch. Also sowas von lecker, das ist unglaublich. Das freut mich sehr. Wirklich Wahnsinn. Ich kann es euch nur empfehlen, die jetzt alle. Also wer jetzt nur zugehört hat, zieht euch das Video unbedingt rein. Das ist letztlich egal, skippt es vor oder was auch immer, aber zieht euch das rein und macht das nach. Das ist richtig gut. Jörn, ich würde sagen,
wir sind durch, weil ich will das jetzt noch in Ruhe mit euch essen. Ja. Ich habe schon einen halben Teller endet. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das war gestern schon eine Bereicherung, aber heute hast du es nochmal richtig rausgehauen, weil die Idee ist einfach nur wirklich richtig, richtig geil. Hammer, wirklich hammermäßig. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Danke, dass du da warst. Du bist jederzeit wieder herzlich gerne willkommen. Sehr gerne. Wenn euch das gefallen hat, was ihr hier gehört und gesehen habt, dann ist immer geil. Kommentiert so ein Video. Gebt euren Senf dazu. Haut einen Kommentar bei den Podcasts raus, wenn ihr auf Spotify zuhört. Wenn ihr auf iTunes zuhört, könnt ihr auch immer kommentieren in Form einer Bewertung zum Beispiel. Würde uns auf jeden Fall sehr freuen. Abonniert deinen Kanal. Jörn, Barbecue aus Van Hessen. Einfach würde mich sehr freuen, ja. Ich würde sagen, ansonsten ist es echt schön, aber habt ihr auch Nice to Meet You schon mit 5 Sternen bewertet? Ja. Dann das ist auch wichtig, ja. Ganz, ganz wichtig. Nice to Meet You Podcast. So ist es. Ja. Mein Vorschlag wäre, wir verabschieden uns, haben uns ja mündlich verabschiedet. Für alle visuellen Zuschauer machen wir nochmal unser Gangzeichen. Genau. Haut rein. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.